Hallo und herzlich willkommen bei den Mindhunters. Heute haben wir einen sehr besonderen Gast, Moody. Du erzählst uns gleich deine Lebensgeschichte, ja, vom Straßenkind, vom Problemkind könnte man auch sagen, zum selbstständigen Unternehmer und wie du deinen Karriereweg gestaltet hast, um deiner Leidenschaft zu folgen als DJ. Also, seid gespannt. Ja, Moody, vielen Dank für die Einladung heute. Man sieht, wir sind schon sehr cozy hier unterwegs mit den Schlappen. Herzlich willkommen. Passend zu deinem Style. Danke dir. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid auf jeden Fall. Schön, dass wir hier sein dürfen, mein Lieber. Danke. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Okay, erzähl uns doch gerne, wo sind wir hier? Was für eine Bedeutung hat auch dieser Ort für dich? Wir sind hier in Hannover. Bei mir zu Hause. Ich bin gebürtiger Hannoveraner nebenbei und wohne jetzt auch 37 Jahre lang hier schon in Hannover. Die Wohnung hier hat für mich eine sehr schöne Bedeutung, eine sehr schöne Geschichte, weil hier jetzt ein neues Projekt, so ein neuer Abschnitt gerade startet. Und darauf gehen wir auch später auch nochmal ein. Wir drehen hier ein paar Videos, wir haben ja eine Hausparty gestartet und ich dachte mir, mit dieser Location, das sollte man irgendwie mal ein bisschen nutzen. Ja, top, sieht richtig Hammer aus, also wirklich Herzen mit der Hannovers Aussicht. Auch noch, also das muss man auch noch sagen, im Herzen Hannovers. Sehr zentral gelegen, schöne Aussicht, einfach, ja. So ein bisschen New Yorker Vibes hier, muss ich sagen. Genau, auf jeden Fall sehr, sehr coole Location. Ja, danke schön. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Wie gesagt, auch, dass wir hier diese coolen Schlapperjahren haben, auf jeden Fall. Der Startvibe war schon wirklich sehr, 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 sehr nice hier mit Moody. Und wir kommen auch gleich zu deiner Story, mein Lieber. Und zwar, wir fangen mal gleich mit deiner Jugend an, Und da wollen wir uns auf zwei Themen konzentrieren. Und zwar das eine ist erstmal, du hast ja senegalesischen Background. Also richtig. Vater ist ja Senegalese, genau. Und Mama ist Deutsch. Und du bist ja hier, sag ich mal, zwischen wahrscheinlich unterschiedlichen Kulturen groß geworden, so wie wir auch. Ja. Und das bringt ja, oder das hat ja, oder kann ja oft auch dazu führen, dass man psychologisch mal irgendwelche Hürden bewältigen muss, gerade so in der Jugendzeit. Vielleicht erstmal dazu und dann kannst du auch gleich aufsetzen, was hat in deiner Jugendzeit neben der Thematik, dass du vielleicht halt so, gut, wenn du jetzt, ich dachte, du hast Papas Gene bekommen, darüber haben wir vorher schon gesprochen. Ja, schon du hast Papas Gene. Ja, ich denke, du bist jetzt nicht als der Prototyp Deutscher identifiziert draußen. Nee, nicht wirklich. Ja. Jetzt die Frage erstmal ganz konkret, fangen wir erstmal lieber damit an. Was hat das mit dir gemacht als Kind? Hast du da irgendwelche Stories? Gerade jetzt für unsere Zuschauer, die sagen, oh, bei mir ist das auch so. Ich habe dir gesagt, ich habe viele Freunde, wo die Papa ist Afrikaner, Mama ist Deutsch so, und andersrum, diese Konstellation gibt es immer. Und da habe ich halt oft gehört, dass es oder in der Jugend immer dann mal schon mal so schmerzhafte Momente gegeben hat, in denen man sich vielleicht rechtfertigen musste, in denen man nicht wusste, okay, was bin ich jetzt eigentlich? Hattest du diese Momente in deinem Leben? Also ich muss sagen, ich bin bei meiner Mama aufgewachsen. Ja. Meine Mama und mein Papa haben sich relativ früh getrennt. Bin dann bei meiner deutschen Mama aufgewachsen und hatte auch eine sehr behütete Kindheit, muss ich sagen. Lief eigentlich wirklich alles gut, ohne großartige Probleme. Was jetzt rassistische Angriffe oder irgendwie sowas so. Also ich bin, was das angeht, wirklich in meinem Leben nie so darauf angesprochen worden. Es gab immer mal so Sachen, wo ich aber auch sagen muss, das hatte ich als gar nicht so rassistisch wahrgenommen. Aber im Nachhinein, jetzt wo man älter ist, merkt man das, denkt man anders auch darüber. Als Kind war das so für mich so ganz normal. Irgendwie sitze irgendwo und dann unterhalte ich mich mit meiner Mama und dann kommt eine ältere Frau oder ein älterer Mann und sagt, oh, du sprichst aber gut Deutsch oder sowas. So, das ist ja so dieses, der Klassiker. So, wo ich mir dachte, okay, ja, wie kommt sie jetzt da drauf mäßig? So, ne? Ich bin halt hier geboren und ist für mich ganz normal. Aber so dann im Nachhinein denkt man sich jetzt im Endeffekt auch, ja, also ohne den Hintergrund zu wissen, dann einfach so zu sagen, ne, du sprichst ja gut Deutsch, ist halt auch schon irgendwo, ja, ist schon so ein Rassenbild, was man sieht. Man sieht ein schwarzes Kind, das kann ja eigentlich gar nicht gut Deutsch sprechen, aber spricht jetzt gut Deutsch, ja, spricht fließend Deutsch. Das waren so kleine Dinge, die mir jetzt im Nachhinein auch so aufgefallen sind. Aber ich muss auch sagen, mich hat es echt nicht erwischt, dass ich irgendwie für meine Hautfarbe beleidigt wurde. Eher sogar im Gegenteil, ich wurde überall immer gut aufgenommen. Ich war so der Exot. Yeah. So, das hat dich irgendwo
Das hat wahrscheinlich auch viel mit deiner offenen Art zu tun. Ich meine, wir sind ja reingekommen, du hast direkt gestrahlt, man fühlt sich wie zu Hause. Und dann, also, ich weiß nicht, wer dir jetzt feindselig gegenüberstehen würde, wenn du jemanden so anlächelst. Ja, kann auch sein, ja, ich weiß. Thema Energie, du hast ja eine gute, wir haben darüber mal geredet. Ja. Deine Energie entscheidet eigentlich, was daraus aus. Genau. Und ich glaube, ich bin auch schon als Kind ein sehr energiegesteuerter Mensch gewesen. Ich habe sehr früh erkannt, glaube ich, so, wenn mir irgendwo eine negative Energie zugeworfen wurde oder wenn es positiv war, so, wo ich dann so die Anziehung gespürt habe oder eher so die Abneigung. Und demnach bin ich auch immer in meinem Leben so ein bisschen so gelaufen, so habe ich das Gefühl auch. Es wird wirklich nochmal ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir gleich über deine Schritte deines Lebens nochmal reflektieren im Nachhinein. Merkt euch diesen Punkt auf jeden Fall. Genau. Aber ich meine, so deine Message jetzt, was ich jetzt da so raushören konnte, was ich auch cool finde, das ist ja auch Mindset so. Ja. Das heißt ja nicht gleich, weil du afrikanischen Background hast, dass du gleich als Kind gemobbt bist. So, man kann auch immer eine gute Kindheit gehabt haben, man kann coole, das ist ja auch die Message. Das heißt nicht, dass man gleich, wenn man irgendwo Migrationshintergrund hat oder eine andere Hautfarbe, dass man da gleich mit Problemen hat. Ich finde, das war so eine coole Message, die du gerade so mit uns geteilt hast, weil du sagst, ja, so war eigentlich easy, ganz im Gegenteil. So, du warst immer eigentlich so der coole... Ja, positiv. Ja, also mich hat es wirklich, ehrlich gesagt, eher positiv getroffen. Ich muss auch sagen, es ist vielleicht auch diese Zeit gewesen, es wurde langsam alles offener. Also ich bin 86 geboren, so, dann war halt so die Zeit. Ne? Dann wurden die Leute ein bisschen weltoffener. Es war so der Anfang, würde ich sagen, von der Geschichte. So die Leute hatten einfach auch Interessen für andere Kulturen langsam entwickelt und blablabla. Ne? So, und das hat halt vielleicht, glaube ich, auch was damit zu tun. Und dazu würde ich auch sagen, die Gegenden, wo ich aufgewachsen bin. Okay. Hannover ist meiner Meinung nach auch eine relativ multikulturelle Stadt. Ja, so, also wenn ich mal unterwegs war in anderen Städten, habe ich schon gemerkt, es ist nicht ganz so weltoffen wie Hannover. Hier gibt es halt auch, da gab es die Expo, da hat halt viel gemacht. Ne? Das ist halt, dann, hier gibt es auch viele kulturelle Veranstaltungen. Die afrikanische Szene, wo ich auch irgendwo dazugehöre, weil mein Papa auch Straßenmusiker ist. Und dann hat sich halt auch viel entwickelt, musikalisch, kulturell. Dann gibt es so Veranstaltungen wie Masala. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Das sind so Kulturveranstaltungen am Pavillon. Da kommen alle Kulturen zusammen. Und sowas, dadurch sind die Menschen hier in Hannover, glaube ich, auch ein bisschen weltoffener geworden. Gibt es halt überall auch irgendwo, ne? Leute, die irgendwie ein bisschen zum Brett vorm Gesicht rumlaufen und das nicht ganz annehmen können oder wollen, denke ich mal. Aber das hat halt, glaube ich, auch viel dazu beigetragen, dass ich da jetzt wirklich nicht wirklich Probleme hatte, sondern eher mit offenen Armen oder mit Interesse, mit Neugier so empfangen wurde und so dementsprechend auch meine Kindheit abgelaufen ist. Aber du hast halt jetzt auch wirklich einen coolen Übergang zum Thema Jugend, zu einer Thematik, die später nochmal wichtig wird. Ja. Und zwar, du hast gesagt, dein Vater war Straßenmusiker. Genau. Als ich dich gesehen habe, gestern haben wir uns ja das erste Mal kennengelernt, das ging bei uns alle super schnell. Wir haben gesagt, die Energie war da, wir haben gesagt, ey, das muss gemacht werden, deine Geschichte ist einfach zu cool. Und ich bin direkt, als ich reingekommen bin, habe ich gesehen, okay, das ist ein cooler Typ, so cooler Klamottenstil. Aber ich habe direkt gemerkt, weil ich auch mit der Hip-Hop-Kultur groß geworden bin, so wie Gustav auch, ich habe direkt eine Richtung erkannt. So, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, einen Rocker würdest du direkt erkennen, natürlich. Ne? Aber dann gibt es ja noch so diese ganze Richtung Hip-Hop, Soul und diese ganzen Sachen. Jetzt die Frage, erstmal, wie und inwiefern hat dein Vater dich geprägt, musikalisch gesehen? Mhm. Weil, wenn ich jetzt überlege, mein Vater wäre Straßenmusiker, ich hätte jetzt darauf schwören können, dass ich eine Affinität für eventuell entwickelt hätte. Mhm. Ist ja was anderes, wenn du damit gar nichts zu tun hast. Ja, ja. Erstmal, was hatte dein Vater da für eine wichtige Rolle in deinem Leben? Und die zweite Sache ist, was waren deine ersten Schritte in welcher Musik? Ich habe jetzt gerade so Hip-Hop mal kurz angeteasert, so wie in den Klamottenstil. Also ich könnte jetzt darauf schwören, du bist kein großer Rocker oder sowas. Vielleicht hörst du es ja, das ist eine andere Thematik. Also ich muss auch sagen, also was Musikgenres angeht, ich bin so weit gefächert. Also ich habe wirklich nichts, wo ich sage, das mag ich nicht oder so, sondern wenn es mich packt, ich höre Radio auch gerne und da wird auch alles hoch runter von Rock, von... Keine Ahnung. Also es gibt einfach in jedem Musikgenre, finde ich, Musik, die einen packt. Und man muss auch offen sein für alles, so finde ich. Ne? Ja, also im bestimmten Alter ist ja sowieso mit der Musik. Genau. Ich habe Ihnen ja erzählt, ich fahre manchmal zur Arbeit und höre einfach Nirvana. Zum Beispiel. Das ist jetzt nicht der typische. Ja, genau. Aber angefangen hat es halt, also mein Papa ist halt Straßenmusiker gewesen.
und hat halt traditionelle senegalesische Musik gespielt. Die Truppe, mit der er unterwegs war, ist auch ganz interessant, war auch sehr bunt gemischt. Waren viele Deutsche drunter, die sich auch irgendwie dieser Kultur so angeeignet haben. War ein Saxophonist, dann war ein Bass, Bassgitarrist oder sogar ein Kontrabassspieler. Also die waren so richtig durch und durch Musiker, aber auch durch verschiedene Herkünfte. Ne? Die hatten sich dann halt auch für die afrikanische Musik interessiert und so ist das dann irgendwie entstanden. Und mein Papa war auch so ein, oder ist besser gesagt, ein sehr bunter Paradiesvogel. Und dadurch ist diese ganze Truppe auch irgendwie immer sehr aufgefallen, sehr herausgestochen. Und ich habe irgendwie in meiner Kindheit nur Musik gehört. Und halt auch viel Trommelmusik, Djembe. Also hier steht auch so eine kleine, ist meine Kinder-Djembe, die habe ich immer noch hier als, aus meiner Kindheit. Und das ist halt die traditionale senegalesische Trommel, die nennt sich Djembe. Und das ist halt immer so ein treibender Beat, taktiki, taktiki, taktiki. Und sowas, dadurch habe ich ein bisschen das Gefühl, bin ich auch jetzt auf diese elektrische Schiene oder so, diese Elektronikmusik, weil es ist halt auch sehr treibend und auch viel mit Percussion und sowas. Aber halt früher immer Musik, irgendwo lief immer was. In meiner Jugend oder in meiner Kindheit habe ich dann angefangen, durch Freunde und Bekannte kamen dann irgendwie immer so Einflüsse. Michael Jackson, meine Schwester, ich habe eine große Schwester und die war Michael Jackson verrückt. Es war so dann mit so der erste Kontakt zu so einem, ja, wie nennt man das denn? Ja, so ist ja Weltstar irgendwie und so eine Musik, die dann auch irgendwie viel verbreitet ist. Zeitlose Musik. Zeitlose Musik vor allem auch. Und auch natürlich qualitativ sehr, ne? Also Michael Jackson ist für mich auch immer noch einer, der hat die Musikszene von ewigen Epochen geprägt und ist auch einfach, ne? Ist ein Künstler durch und durch gewesen. Und dann kam halt sowas wie Michael Jackson, durch Freunde gab es dann auch irgendwie, ne, immer mal wieder diese Hip-Hop-Geschichten. Man war ja auch irgendwie, dann wurde man ein bisschen älter und dann gab es so Szenen. Die Coolen waren dann Hip-Hopper natürlich, ne? Und natürlich auch durch diese amerikanischen Videos, dann waren die auch natürlich alle Blackies und so. Und da hast du dich auch, Baggy-Hosen, hast dich auch dazu zugehörig gefühlt. Ich bin ja auch ein Brauner, ja, das passt zu mir und so. Ja, genau. Und dann kam das halt mit dieser ganzen Hip-Hop-Szene, wo ich dann eine große Leidenschaft für Tupac entwickelt habe, wo das dann wirklich auch sehr intensiv wurde. Also mein ganzes Zimmer war durchgeklebt mit Tupac und Tupac war für mich alles. Also ich habe mir seine ganze Biografie, sein ganzes Leben, alles irgendwie so verinnerlicht und habe mich da dann auch so drinnen gesehen. So ein bisschen, er war ja auch ein bisschen der Rebell und hin und her und, ne, sehr politisch auch. Das hat mir auch irgendwie viel mitgegeben, muss ich sagen. Weil mit der Situation in Amerika hatte ich hier in Deutschland nicht viel zu tun, aber es hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Klar, klar. So, dass Leute wegen ihrer Hautfarbe irgendwie anders behandelt werden und sowas. Das, so, und dann habe ich mich da natürlich auch so ein bisschen mit auseinandergesetzt und dann auch irgendwie gesehen, oh, das ist ein ganz großes Thema auf dieser Welt irgendwie, ne? Und mit deren Musik sprechen die das an und erreichen auch viele Menschen und geben dem auch irgendwo so eine Stimme, so, ne? Wo dann auch sich vielleicht was dadurch ändern kann. Und das fand ich halt immer gut. Und dadurch bin ich dann auch irgendwie bei diesem Hip-Hop-Ding sehr geblieben und habe das auch verfolgt und habe auch mir dann andere Künstler gesucht, mit denen ich dann auch irgendwie so eine Zeit lang Wu-Tang. Aber dann gab es immer dieses East Coast, West Coast Ding, ja, kennt ihr ja natürlich war, auch. Da war ich immer so klein. Man hat das Gefühl, man gehört dazu, obwohl man gar nicht. Hat gar nichts mit zu tun, aber trotzdem hast du dich auch ein bisschen. So. Aber da sieht man auch, was für eine Kraft so Künstler und Musiker haben. Ne? Gerade auf junge Menschen, muss ich sagen. So. Du bist eigentlich gar nicht involviert, schlägst dich trotzdem so auf irgendeine Seite und hin und her. Ja, schon eine sehr interessante Geschichte. Das war so dann so mein Einstieg in so die Musikszene. Und dann natürlich auch sehr deep. Ich war dann wirklich, also, ne, wie gesagt, ganzes Zimmer von Tupac durchgeklebt, hab mir Berichte reingezogen, hab mir irgendwie, keine Ahnung, mit Freunden, Thema war irgendwie nur noch dann die Rapper und blablabla. Moody, du hast uns ja erzählt, du hast dich auch irgendwo in der Musik wiedergefunden, du meintest, du warst auch etwas rebellisch, das hast du in der Musik auch
so gesehen und hast dich damit identifizieren können. Wie sah deine Jugend noch aus? Du hast uns jetzt die Zeit mit deinem Vater erzählt, wo du auch viel mit ihm unterwegs warst. Du hast die Berührung zur Musik gehabt, hast dich dann selber noch sehr, sehr viel damit beschäftigt. Aber wie können wir uns den jungen Moody auch noch vorstellen? Wie sah deine Zeit aus? Ja, wie du schon sagst, die Musik hat mich dann irgendwie sehr geprägt, ne? Ich war dann so ein kleiner Hip-Hopper so, Baggy-Hosen, breite Hosen, irgendwie ein bisschen klein, dünn, trotzdem Brust raus, so. Fubu-Hoddy. Ja, Fubu, alles auf Fubu, genau. Fubu, da gab es keine Ahnung, Benny Miles, South Pole, ja. Was es nicht alles gab. Und schön fette Marken und keine Ahnung. Und ja, und natürlich durch diese ganze Hip-Hop-Musik irgendwie hatte man auch irgendwie so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein. Man, ne, hat einem auch viel da irgendwie mitvermittelt. Und dementsprechend habe ich mir natürlich auch so einen Freundeskreis gesucht, ne, mit dem ich dann irgendwie die coolen Jungs so, das war halt auch immer so eine Sache. Und die coolen Jungs sind natürlich auch nicht immer die braven Jungs, ne, die sind auch ein bisschen aufmüpfig und machen hier und da mal ein bisschen Ärger. In der Schule hat sich das halt auch ausgedrückt, indem ich halt in der Klasse auch ein bisschen, was heißt Klassenclown, ja, aber auch. Du warst auffällig. Ich war auffällig, auf jeden Fall. Ich war kein unauffälliges Kind. Nee. So, ich muss auch sagen, in der Schule, Kinder sind auch manchmal, können auch echt schrecklich sein. Und ich muss auch zu meinem Bedauern sagen, was ich heute wirklich sehr bereue, ich war auch manchmal nicht so ein ganz so tolles Kind zu anderen Kindern. Leider Gottes. Und, aber es war alles noch irgendwo im Rahmen. Ich würde es jetzt noch nicht unbedingt Mobbing nennen oder sowas, weil jetzt kein Kind, das irgendwelche anderen gemobbt hat. Aber ich hatte auch schon mal eine große Fresse. Ich war sehr klein, ich war sehr dünn, aber ich hatte eine große Klappe auf jeden Fall. Und ich habe mir nichts gefallen lassen. Und ich hatte auch irgendwie immer auch eine gewisse Gruppierung an meiner Seite. Wie sich das sind auch diese Energien wieder, wie wir auch vorhin besprochen haben. Man zieht irgendwie dann auch natürlich die Leute an, dass man, was man auch irgendwie ausstrahlt und verkörpert und durch halt mein Musikding und cool sein. Und ja, die Gangster-Rapper und so war ich auch in diesem Film ein bisschen halt, ne? Ist halt so ein kleines Jugendding. Ist ja auch eine Kultur dahinter. Ja. Ich meine, wäre jetzt komisch, wenn die, weiß ich nicht, die IT-Truppe, IT-AG der Schule, ja. Wäre jetzt deine Clique gewesen. Genau, es ist gegen die Jungs, ich bin selber ITler, aber du weißt, was ich meine. Es ist ja auch eine Kultur, ne? Das genau. So, ja, und dann hat sich das halt auch so ein bisschen, ja, in so eine Richtung bewegt, wo man sagt, war nicht ganz vorbildlich, aber hat mich natürlich auch geprägt. Ne? Da habe ich natürlich auch meine ersten Erfahrungen gemacht, irgendwie mit irgendwie ein bisschen so Kleinkriminalität bin ich so reingerutscht. Dann, ja, ersten Erfahrungen mit irgendwelchen Substanzen und sowas, so, wo ich dann auch gemerkt habe, ja, kann Spaß machen, kann aber auch gefährlich werden, kann nach hinten losgehen. Das sind so Erfahrungen, die dich einfach auch durch die Jugend irgendwie prägen, finde ich. Wo ich sage, zu meinem Leben gehört das dazu und es hat auch irgendwie was dazu beigetragen, was ich jetzt bin. Weil ich habe Leute fliegen sehen, ich habe Leute stürzen sehen und das hat mich natürlich auch irgendwie geprägt. Wo ich dachte, okay, Leute, zu denen ich hochgeguckt habe, super irgendwelche Vorbilder für mich und halt voll was erreicht und dann irgendwie auf die andere Bahn geraten sind, sich irgendwie weggeschossen haben mit Sachen und auf einmal ein paar Wochen später habe ich die in der Klapse gesehen oder hat man gehört, die ist jetzt in der Klapse, dann ist er rausgekommen, voll mit Medikamenten gepumpt, wo ich mir dann dachte, Alter, so schnell kann das auch gehen, ne, von, oh, der richtige, coole, ne, ja, was weiß ich, der hat hier auch richtig was zu melden und ratzfatz mit den falschen Entscheidungen kann es auch ganz schnell nach hinten losgehen. Das sind halt auch so Erfahrungen, die, finde ich, ein Leben auch sehr viel, ja, prägen und dir auch viel zeigen, worauf du achten musst, dass du viel probieren kannst. Ich bin auch immer so ein Freund, ich bin so ein Probieren geht über Studieren. In den gewissen Kreisen und mit gewisser Verantwortung, aber mit immer Bedacht und Vorsicht. Und auch gucken, wirklich, es kann ganz schnell das Leben sich in eine ganz andere Richtung drehen, als man denkt. Ne? Da muss man auch immer so gucken. Und so ist das halt bei mir so dann langsam in so eine Richtung gegangen, mit viel Partys, mit viel... ja, das ist auch so eine Sache, wo man auch sagen muss, hat mich auch wirklich durchgehend in mein Leben geprägt. So, Zusammensein, Party, gute Laune, das Leben feiern. So wie es ist. Ich meine, wir leben in einem sehr stabilen System, in einem
wir sind wirklich auf der Sonnenseite des Lebens meiner Meinung nach geboren. Und da hat man halt auch oft das Bedürfnis, das irgendwie zu feiern. Also das hatte ich irgendwie. Ja. So, ich bin auch immer sehr dankbar für das, was ich alles habe, was ich erlebe, mit wem ich mich umgebe und so. Und da habe ich immer noch auch immer das so Bedrängnis, so, das auch gerne mal auszuleben, zu feiern, so mit den Menschen, mit denen ich umgeben bin, die ich lieb habe. Du lässt deine Emotionen quasi freien Lauf. Meine Emotionen ganz, ganz, ganz gerne freien Lauf und feier das Leben einfach ganz gerne. Dann kommen wir doch da direkt in den nächsten Abschnitt zu dem Wendepunkt deines Lebens. Ja. Durch die ganze Feierei und vielleicht auch das Abhängen mit den falschen Jungs und wie du gesagt hast, den Konsum auch einiger illegaler Substanzen. Richtig, ja. Wusste dann deine Mutter auch nicht mehr weiter. Mhm. Und was hat sie dann gemacht? Also was waren die nächsten Schritte, die sie eingeleitet hat? Also erstmal zu der Vorgeschichte muss ich sagen, es ging dann auch, wie gesagt, es kann ganz schnell abdriften. Man denkt immer noch, man hat immer alles unter Kontrolle und ach, so schlimm ist das doch alles noch gar nicht. Und ja, wir sind doch cool, ich habe alles geregelt und blablabla. Aber es ging dann wirklich Schlag auf Schlag so in die Richtung, dass es ein sehr dominanter Teil meines Lebens geworden ist. Dann war wirklich bei mir war nur noch Feiern angesagt. Also ich hatte keine Verantwortung mehr auf gar nichts. Ich hatte meine Schule, ich hatte meinen Hauptschulabschluss, glaube ich, gerade gemacht oder sowas. Und dann keine richtige Perspektive gehabt. Ich wusste auch nicht, wohin. Ich war so irgendwie lost. Und Feiern war ja immer cool, hat Spaß gemacht, war immer gute Laune. Die paar Tage danach war dann auch immer natürlich ein bisschen so Phase, wo du ein bisschen durchgehangen hast. Aber dann kam ja auch wieder die nächste Party und so bin ich dann in so einen Kreislauf geraten, irgendwie so von einer Party zur nächsten, von einem Rausch in den nächsten und habe diese ganze Realität irgendwie gar nicht mehr richtig im Blick gehabt. Und von meiner Mutter kam natürlich immer, ich habe noch bei meiner Mama gewohnt und da war ich ungefähr ja, so 18, 19 und da ging schon richtig wild zur Sache und da bin ich dann auch richtig auf richtige Trips losgefahren in andere Städte zum Feiern und dann ein paar Tage weggeblieben. Oder was heißt paar Tage? Ich war wirklich eigentlich mal, wenn es hochkommt, einmal die Woche zu Hause oder dann wieder ein paar Tage weg. Und meine Mama hat sich natürlich gedacht, wo bin ich? Was mache ich? Wie überlebe ich denn? Hm. Das hat sich natürlich auch in meinem Aussehen wieder gespiegelt. Ich habe das nicht so gesehen. Ich war auch immer eigentlich schon ganz gut durchgestylter, so auch in meinen jüngeren Jahren immer so viel auf meinen Klamottenstil Wert gelegt und sowas. Aber eine Mama sieht das ganz anders. Die guckt nicht auf deine Klamotten und sowas. Die schaut sieht, dir in die Seele. Die schaut dir in die Seele rein, weißt du? Die sieht, da stimmt irgendwas nicht. Der ist gerade auf einer ganz komischen Bahn unterwegs. Und dann sind so ein paar Sachen passiert. Ich bin auf einem Rave gewesen und dann war eine richtige Abfahrt-Rave und voll alle gut drauf und hin und her und irgendwie da ist auch ein Spinner rumgelaufen, der hatte irgendeine Psychose oder irgendeinen Trip und der hat mir von hinten einfach eine Flasche über den Kopf gezogen. So. Okay, okay. Ja, ganz kurz, wie alt warst du da? Da war ich circa 18 oder sowas. Okay. Ja. Und das war auch so ein ganz einschneidendes Erlebnis in meinem Leben so. Im Nachhinein hört man auch immer wieder von anderen Leuten Geschichten so, ey, ich konnte nichts dafür, ich habe nichts gemacht, so keine Ahnung. Ja, ne? Ja. So, hört sich immer so dumm an, so, ne? Denkt man sich, ja. Aber ey, in diesem Moment, oder vielleicht habe ich irgendwelche Signale gegeben, ich war auch richtig, ne, wie gesagt, voll auf irgendwelche Substanzen unterwegs und hin und her. Aber ich kann mich null daran erinnern, dass ich irgendwie aggressiv oder sowas, früher war auch diese Zeit oberkörperfrei, man ist so rumgelaufen. Ja, ne, so ein bisschen, vielleicht hat ihm meine Fresse nicht gepasst, mein Auftreten, so, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich eine Flasche über den Kopf gekriegt, muss auf die Notaufnahme, diese Scherben haben mir hier meinen Hals ganz komplett aufgeschnitten. Ich hatte eine richtige Platzwunde und durch diese Scherben ist halt viel, viel geschnitten worden. So, ne? Das muss ich auch dazu sagen, also heutzutage, man sieht immer mal wieder, welche Videos haben wir, cool, Flasche auf den Kopf nimmt man das. Also da kann ganz viel schief gehen. Ja, ja. Also unter meinem Auge hatte ich eine Schnittwunde, wo der Arzt meinte, wenn das einen Zentimeter weiter über gewesen wäre, hätte ich mein Augenlicht verloren auf der einen Seite. Ich habe hier am Hals eine Schnittwunde, wo der Arzt gesagt hat, wenn das einen Zentimeter weiter runter wäre, die Pulsader, dann hätte das auch ganz anders ausgesehen. Das hätte auch Feierabend sein. Nee, hätte auch Feierabend sein, hier, genau. Verstehst du? Also das sollte man nie auf die leichte Schulter nehmen, sowas. Und
in meinem Film, ich bin da auf die Krankenstation und dann meinten die, nee, du musst, das, die Blutung hört nicht auf, ich musste zum Kranken, Notaufnahme ins Krankenhaus. Und da haben die mich da halt gepflegt, aber ich war so drauf. Ey, die haben mich genäht, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich dachte mir, vielleicht, Alter, wenn die mich jetzt hier nähen und so, ne? Und ich vielleicht komme nach Hause, kann irgendwo zum Kumpel mich umziehen und gehe wieder auf die Party, war so irgendwie mein Ding, so, ne? Und dann Kumpel holt mich aus dem Krankenhaus und sagt, ja, Junge, guck mal, wie du aussiehst, du kannst nirgends finden, du musst erstmal runter. Und dann habe ich das auch erstmal so realisiert, bin ich auch erstmal runtergekommen. Und dann musste ich natürlich auch irgendwann mal nach Hause, ne? Und Mama wartet da und was soll ich der erzählen? Oh, Alter, die ist aus allen Wolken gekippt. Ja, die hatte alle schon so irgendwie in Vermutung, dass ich irgendwie nicht ganz den geraden Weg bin, ne? Aber das ist natürlich für deine Mama auch nochmal so ein Schock und das auch in ihren Augen zu sehen. Natürlich. Das war für mich auch wieder so ein Ding, oh, nee, das willst du Mama, deiner Mama auch nicht antun, ne? Weil meine Mama wirklich, die hat sich ihren Arsch aufgerissen, die hat alles für mich gegeben. Sie hatte auch selber nie viel gehabt. Sie war eine alleinerziehende Frau, ne? Und hat mir wirklich eigentlich jeden Wunsch aus den Augen abgelesen und wirklich irgendwie alles dafür getan, dass ich irgendwo glücklich und zufrieden bin. Und ich habe das eine Zeit lang wirklich mit Füßen getreten. Irgendwie ich habe nur genommen und dann auch irgendwie, aber wie gesagt, das war halt auch so eine Zeit in meinem Leben, da war ich ein bisschen out of control. Und dann wieder viel nach einer Woche alles wieder vergessen, wieder auf Piste, blablabla. Und mit der Zeit wieder gleiche Nummer, irgendwo auf dem Geburtstag gewesen, Schlägerei gewesen, aber es war dann wirklich eine Schlägerei mit Jungs irgendwie von mir und irgendwelchen anderen, ich weiß gar nicht, worum es ging, hin, her, Schlägerei, ich gehe hin, bam, auf einmal aus der Seite kommt ein Aschenbecher geflogen, boom, und ich krieg ihn wieder ab. Gleiche Nummer wieder, und dann ging es wieder, und dann war dieser einschneidende Punkt, wo meine Mutter gesagt hat, das geht jetzt hier nicht so weiter. Entweder du landest bei Autopsie, du wirst sterben irgendwann, entweder an deinem Konsum oder an deinen Schlägereien oder irgendwelche Geschichten, ne? Genau, und dann hat deine Mutter die Reißleine gezogen. Richtig, und sich dafür entschieden, mir ein Praktikum klarzumachen auf Mallorca bei ihrer Freundin in so einem Hotel. Dazu muss ich sagen, es war jetzt hier nicht so ein Hotel, wie man sich das vorstellt, irgendwie so ein großer Klopper, irgendwie am Mallorca Arenal oder so. Es war außerhalb gelegen, auf so einem Berg, so ein richtig schönes Finca-Hotel. Ne? Es war wirklich für mich eigentlich so wie ein richtiger Kurort. Und die hat mich dann einfach vor die Wahl gestellt. Entweder du machst hier jetzt weiter, wie du jetzt hier gerade in dem Rausch, den du bist, aber dann bitte auch nicht mehr mit mir, weil ich halte das einfach psychisch und komplett gar nicht mehr aus. Das macht mich kaputt, dich so zu sehen. Oder du fährst halt nach Mallorca. Ich habe dir dann Praktikum klar gemacht, du verdienst kein Geld und du kommst einfach raus, du arbeitest, kriegst ein bisschen Struktur und guckst dann, wie es weitergeht. Und ich natürlich irgendwie gar nicht so richtig irgendwie gewusst, was soll ich jetzt machen. Also ich kann nur jetzt alle irgendwie sitzen lassen, einfach ein Jahr abbauen. Ich dachte, hier ist voll irgendwie, keine Ahnung. Ne? Ohne mich läuft hier doch gar nichts so in dem Sinne. So keine, ne? Oder keine Ahnung, wie ich. Auf jeden Fall war ich da eigentlich gar nicht so erfreut drüber. Aber im anderen dachte ich mir auch, eigentlich warum nicht? So, Mallorca hört sich auch cool an, wer weiß, was da so los ist. Ne? Hat man ja auch. Ich war ja vorher auch noch nie auf Mallorca. Und habe mich dann einfach auf dieses Abenteuer so eingelassen. Ne? Und dann dachte ich mir auch, okay, wo soll ich denn sonst jetzt hin? Bei Mama war alles natürlich, ich war Hotel-Mama. War alles Chalas. Wenn ich nach Hause kam, Kühlschrank war immer voll, ne? Mein Zimmer. Auch wenn es hier und da immer mal ein bisschen Beef gab, so irgendwie. Ich habe mir auch die Zeiten rausgesucht, wo sie gar nicht da war, wo ich nach Hause kam. Aber dann dachte ich mir, okay, ne? Ich habe auch selber gemerkt, hier läuft irgendwas gerade nicht ganz so, wie es eigentlich laufen sollte. Und ich war auch immer so ein abenteuerlustiger Mensch, habe ich mir gedacht, so für meine Mama, für mich wird schon irgendwie ganz gut. Und ja, ich nach Mallorca, muss dazu sagen, diese Nummer mit diesem Aschenbecher ist ein Tag, bevor ich nach Mallorca geflogen bin, passiert. Ja. Herrlich. Ja, das war sozusagen meine Abschiedsparty. War schon im Dings, genau. Schön nochmal verabschiedet. Und da war nochmal ein Geburtstag und da hatte ich gesagt, okay, dann verknüpfe ich das gleich mit meiner Abschiedsparty und hin und her. Dann ist diese Schlägerei das war hier am Bahnhof im Mac passiert. Genau. Das ist auch ein berüchtigter Club gewesen, da war immer mal irgendwie, hat sich dann so hin entwickelt, da gab es jedes Wochenende Schlägerei. Ich war immer nie so der Schlägerei-Typ, aber ey, wenn es irgendwie was gab, habe ich es immer richtig abgekriegt, so, ne, mäßig, keine Ahnung. Ja. So, ich habe mich eigentlich auch immer ferngehalten, ich habe so, wenn ich feiern gewesen bin, war ich auch immer lieber, ey,
ich bin hier zum Feiern, ich will Spaß haben. Aber wie das halt immer so ist, manchmal gibt es halt auch irgendwelche Idioten. Oder auch mit den Leuten, mit denen du unterwegs warst. Ja, klar. Der eine ist mal ein bisschen so drauf. Und dann gab es auch eine Zeit lang mit viel, ein bisschen mit Kokain. Und das machte ich auch ein bisschen so auf Tony Montana-Trip. Dann gab es die Filme dazu. Das ist wie beim Autofahren, weißt du so. Du kannst so vorsichtig haben, wie du willst. Aber wenn irgendjemand anders einen Fehler macht, dann wirst du mit reingezogen. So sieht's aus. Metaphorisch. Ja. Und einfach so den Zuschauern zu genau, sagen, genau, genau. Nicht immer selber kaputt. Ja. Hört sich auch immer blöd an, zu sagen, eigentlich war ich ja gar nicht schuld, so, irgendwo bist du ja trotzdem auch schuld, weil du umgibst dich ja auch mit den Leuten erstens und du, deine Gruppe und so vermittelt ja auch irgendwie ein bisschen was und du bist ja auch irgendwie auf diesem Trip gewesen, so ein bisschen, man ist ja irgendwo wer und bla, lässt sich nichts gefallen und wenn man was ist, dann gibt es halt auch mal eine Schlägerei oder sowas. So, und dementsprechend ist dann die ganze Nummer so passiert und ich nach Mallorca voll angeschlagen, mit dem Aschenbecher am Kopf gewesen, auch, Alter, so eine Beule, auch wieder diese, das war so ein, auch wieder so ein Glasaschenbecher, ist auf meinen Kopf kaputt gegangen und die Scherben haben auch wieder bei mir guten Schaden angerichtet, glücklicherweise sieht man es heute nicht so viel von, hat sich alles gut geregelt, habe hier vorne auf meinem Kopf noch eine dicke Narbe irgendwie, aber das ist auch alles zum Glück gut verheilt. Ja, und ich komme da auf Mallorca an mit Käppi, Sonnenbrille und die freuen sich natürlich, dass ich da bin, als Unterstützung. Und komme da ins Hotel, setze meine Käppi, meine Brille ab und die erstmal Schock. Was hast du denn gemacht? Ich sage so, ja, letzte Abschiedsparty, dumm gelaufen, hinher, dies, das. Haben es echt übelst gut aufgenommen. Haben natürlich gesagt, im Service können wir dich jetzt hier erstmal nicht gebrauchen. So wie du aussiehst, so, ne? Aber die haben das echt cool aufgenommen. Die waren auch mega, also ein mega cooles Team. Eine mega coole Zeit. Bin dann da angekommen und habe mich auch direkt wohl gefühlt. Es war wirklich so auf so einem Berg, ein Finca-Hotel mit so, auch sehr klein gehalten. Es waren 12 Bungalows, wenn ich mich recht erinnere. Mit einem schönen Pool, mit Aussicht auf diese Olivenberge und also Mallorca ist eine wunderschöne Insel, muss ich sagen. Genau. Und ich hatte halt eigentlich immer nur dieses Vorurteil von Mallorca, was viele, glaube ich, auch haben, die noch nie da wirklich waren oder noch nie wirklich die ganze Insel bereist haben. Von Ballermann und so, ne? Ist halt so, Ballermann ist Steintor am Meer. Das ist so ein kleiner Part, ja? Ist so ein kleiner Part der Insel. Und sie hat einfach mega viel zu bieten und ich bin auf einer wirklich traumhaften Seite der Insel gelandet und auch mit super Menschen, die mich auch sehr gefordert, gefördert, geprägt haben und da dann in dieses Team so richtig reingewachsen und ich als kleiner Rebell, irgendwie als verballerter Partytyp da irgendwie mitten auf dem Berg und auf einmal Struktur. Einen Tag die Woche frei. Einen Tag, ne? Einen Tag die Woche frei. Ja. Ich hatte keinen Führerschein und ich war ja am Arsch der Welt. Ich war wirklich, das nennt man Caminos. Man hat das Hotel wirklich nur durch so kleine, an den Seiten gibt es so Steine. Nur so kommst du zu diesem Hotel. Also zu Fuß kommst du nirgendwo von dem Hotel weg. Ne? Und ich keinen Führerschein. Und am freien Tag habe ich meistens gechillt in meinem Zimmer, dann mal am Pool und so. Und dann habe ich so mit dem einen Mitarbeiter so auch guten Kontakt aufgebaut und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich nehme dich dann auch mal mit an einem freien Tag zum Strand oder sowas. Und sonst war alles für mich nicht möglich. Ne? Mhm. Ich sollte jetzt, das sollte ja auch kein Urlaub für mich sein. Ne? Sollte schon für mich eigentlich, komm mal klar in dein Leben jetzt. Jetzt wird geackert, jetzt wirst du mal hier durchgepeitscht. So, ne? Aber die waren natürlich auch so ein familiäres kleines Ding. Und die haben mich auch übelst schnell ins Herz geschlossen und so. Dann haben wir da natürlich auch eine mega schöne Zeit verbracht. So, ne? Und ich muss sagen, das hat mir auch so gut getan, der Tapetenwechsel. Mal komplett weg von meinen Leuten so, weil man fährt sich so fest. Man denkt, es gibt gar nichts anderes so Richtiges als das, was du gerade machst. So. Das ist so auch so eine Sache. So, ne? Und ich finde, es ist mega wichtig, gerade auch in jüngeren Jahren, also ich sag mal jetzt so, ne, so nach der Schule irgendwie so, mal raus aus seinem Nest irgendwie und aus seiner Komfortzone einfach mal weg in ein anderes Land, auch für längere Zeit, mit anderen Menschen, andere Kultur. Also das hat mich übelst geprägt und seitdem bin ich sowieso auch Spanien-Liebhaber. Ich liebe einfach die spanische Kultur, ich liebe die Sprache, ich liebe die Natur. So gefühlt zweite Heimat. Ja, jetzt mittlerweile schon. Also so im Laufe der Jahre bin ich auch viel auch noch auf Mallorca gewesen. Aber dann habe ich auch Ibiza für mich entdeckt. Das war dann auch so ein zweiter Anlaufpunkt. So, jedes Jahr bin ich eigentlich nach Ibiza geflogen. Auch eine wunderschöne Insel, auch irgendwie so richtig so ein Spirit. Also jemand, der so ein bisschen energiegesteuert ist und so. Du landest einfach auf dieser Insel.
Und du merkst diese Energie. Das ist einfach auch, ist halt auch eine Partyinsel so, ist aber natürlich auch trotzdem eine sehr spirituelle Insel, ein sehr spiritueller Ort. Vor allem dadurch, dass da so viele Menschen sind, die einfach positiv gestimmt sind. Und es eine Insel ist. Ich glaube, diese Energie bleibt dann auch da so ein bisschen gebündelt und so. Und wenn man so empfänglich ist, ich fühle mich halt sehr empfänglich auch so für Energie, lande ich da und ich merke, bei mir geht gleich so Last von den Schultern. Mhm. Und das ist halt dann ja, diese Verbindung auch dann zu Spanien immer wieder. Und was würdest du sagen, diese Zeit dann, die 6 Tage Arbeit die Woche in dieser familiären Umgebung, raus aus deinem Umfeld, sag ich mal, raus aus deiner Komfortzone. Wie hat dich das geprägt? Welche Werte hast du da auch vielleicht mitgenommen? Hey, ich habe einfach gemerkt, du brauchst eine gewisse Struktur in deinem Leben. Es ist ganz wichtig. Also es macht natürlich mal hier und da mal Spaß, einfach mal auch mal nicht dann und dann aufstehen, das ist das der Tagesplan und hin und her. Aber auf Dauer, wenn du was erreichen willst, musst du strukturieren. Du brauchst morgens deinen Termin, du musst deinen Tag etwas strukturieren, du musst wissen, dann und dann ist das zu erledigen, dann und dann ist das, dann und dann habe ich auch Feierabend, das gehört dazu. Und auch in deinem selbstständigen Leben, so, wenn du selbstständig bist, auch wenn du angestellt bist, das hat schon einen Sinn, dass das alles irgendwo gewisse Strukturen verfolgt. Ja. Und das habe ich angefangen da zu lernen. Morgens um 6 Uhr hat der Wecker geklingelt. Ich war mit der Erste, der auf dem Bein, also nicht mit der Erste, aber ich war von den Gästen und sowas. Natürlich, wir mussten vor den Gästen aufstehen. Und ich habe erstmal morgens immer das ganze Gelände bewässert. So, das war mein Ablauf. Erstmal morgens aufstehen, Gelände bewässern. Und war schon großes Gelände, ne? Mit Schlauch über das ganze Ding. Aber auch schön, dann habe ich auch so ein Gefühl für diese ganze Natur mitgekriegt, so überall was wächst. Wenn ich mal nicht gieße durch diese Sonne, weil das natürlich auch sehr, sehr warm ist über die Saison, dass die Pflanzen eingehen. Da habe ich so eine Verbindung zu den ganzen Pflanzen irgendwie aufgebaut. So, weißt du, so, das war dann das richtige Element eigentlich, weil wir kommen ja von der Natur und haben aber nichts mit der Natur eben, zu tun. Genau, ich bin Stadtkind irgendwie, was juckt mich hier Pflanze so? Ja. So richtig, so in dem Sinne. Ne? Und dann habe ich da auch die Verbindung zu ein bisschen Natur. Und dann ging es rüber zum Pool, da musste ich morgens den Pool sauber machen, weil es halt auch sehr windig war, dann immer was im Pool gespürt. Dann war das meine zweite Station im Pool. Dann ging es ab in die Küche. Dann wurde Frühstück vorbereitet für die Gäste. Habe ich in der Küche geholfen. Dann kam der erste Kontakt mit den Menschen morgens. So. Dann habe ich auch gemerkt, ich komme gut mit Menschen klar einfach so. Weißt du? Die sind im Urlaub, die sind natürlich gut drauf. Und, so, ne? Und dann bin ich da irgendwie so, bringe noch einen guten Vibe mit, coolen Spruch, netten Spruch auf Lager. So. Und so hat sich das dann wirklich so zu so richtig schön, eine schöne Zeit entwickelt. Und die haben das auch sehr wertgeschätzt. Und dann ging es halt die Saison langsam zu Ende und dann hieß es, ey, hat uns so Spaß gemacht, du hast wirklich hier viel zu beigetragen, willst du nicht nächstes Jahr wiederkommen? Mhm. Und dann war ich auch so baff, so, ne? Erstmal dachte ich, okay, jetzt Jahr ist vorbei, gucken, auch so ein bisschen Angst gehabt, was geht in Hannover, so, ne, hinher. Und ich war voll froh, so, ich war richtig ein Teil eines Teams durch meine Arbeit geworden und durch meinen Input, den ich da irgendwie mitgebracht habe. Und genau, haben die gesagt, irgendwie, ja, nächstes Jahr können wir dich hier gebrauchen, auch für Geld. Dann kannst du wirklich hier arbeiten. Und so bin ich erstmal wirklich so zu einem Job gekommen, wo ich dachte, ey, geil, das mache ich gerne. Und dafür kriege ich noch Geld, so, weißt du so. Ja. Was macht es eigentlich psychologisch mit dir? Es gab ja früher im Fernsehen so Formate, wo Eltern ihre Kinder irgendwo hinschicken, in ein anderes Land, ein anderes Kontinent. Und dann die Kinder, das sind natürlich Shows, die sehr inszeniert sind, auch ein bisschen für Spektakel sorgen sollen. Aber ich meine, psychologisch gesehen ist ja hinter der Methodik etwas, was ich dich jetzt konkret fragen will, mindset-technisch. Erstmal, wie wichtig war deine Mutter als Mentorin, die quasi die Bremse gezogen hat, gesagt hat, jetzt muss was passieren, aber außerhalb der Blase, in der mein Junge lebt. Und das Zweite ist, also neben der Frage, wie wichtig ist eine Mentorin oder ein Mentor im Leben, was oft ja die Eltern sind. Und die zweite Frage ist, kannst du jetzt so wirklich auch nur kurz und knapp sagen, hat es was, also jetzt wenn Eltern in dieser Problematik gerade sind und sie den Gedanken haben, ich habe auch tatsächlich jemanden hier im Ausland, ich möchte mein Kind hinschicken, meine ich. Macht das wirklich was mit einem? Also wir werden ja gleich hören, ja, aber ohne zu spoilern, aber dass du kurz vielleicht noch zu den 2 Punkten was sagst. Ja, also ich muss sagen, als Mentorin war meine Mutter zu dieser Zeit ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben, weil ich wüsste jetzt nicht, also natürlich weiß man nicht, wo man jetzt wäre, wenn es nicht so gekommen wäre, aber ich bin mir zu 100% sicher,
dass das einen negativeren Part in mein Leben beansprucht hätte, wenn das nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist, dass ich diesen Abstand hatte, dass ich die Möglichkeit hatte, dass sie mir auch die Möglichkeit überhaupt ermöglicht hat, hier wegzugehen und da Fuß zu fassen in einem stabilen Umfeld, in so einer familiären Atmosphäre und sowas. Und ich kann sowas auch jedem nur empfehlen. Natürlich müssen dann auch die Möglichkeiten da gegeben sein oder sowas. Oder man muss sich auch, kann sich auch Gedanken machen, wie kann ich es vielleicht machen, dass ich mein Kind in so einer Problemphase aus diesem Umfeld rausnehme und woanders hinbringe. Man hat ja vielleicht auch irgendwo Verwandte oder sowas, dass man da irgendwo guckt, weil meiner Meinung nach war das für mich ein richtiger Rettungsanker, der viel für meine Zukunft und meinen Weg irgendwie getan hat, dass das in die richtige Bahn geht. Also, was heißt die richtige Bahn, aber in einen, einen positiven Einfluss auf mein Leben genommen hat, definitiv. Und ja, wie gesagt, so ein Tapetenwechsel in so schwierigen Phasen ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Also fassen wir vielleicht so ein kurzes Zwischenresümee. Du hast in der Zeit in Mallorca, in dieser sehr familiären Umgebung, glaube ich, wo du, ich würde mal jetzt davon ausgehen, dass du die Energie auch gespürt hast. Du wurdest dort direkt freundlich, herzlich aufgenommen und hattest dann auch Lust mit anzupacken. Genau. Dir wurde dann eine gewisse Arbeitsstruktur mit an die Hand gegeben. Du konntest deinen Arbeitsalltag strukturieren. Du hast auch eine gewisse Disziplin aufgebaut. Und wie war jetzt die Zeit danach, als du jetzt nach Deutschland zurückgekommen bist? Man fällt ja vielleicht schnell in seine alte Muster zurück, man hat die ganzen Jugendfreunde dort, dann geht wieder die Party los, man ist wieder auf Achse unterwegs. Wie konntest du jetzt für dich dein Leben weiter nach vorne treiben, gerade mit den neuen Werten, mit der Disziplin, mit der Strukturiertheit? Wie ging es dann bei dir im Leben weiter? Ja, dazu muss ich sagen, als ich wieder zurückgekommen bin, war natürlich für mich auch erstmal so das im Kopf, wie geht's jetzt hier weiter? Was machen meine Leute hin und her? Ist natürlich auch die Neugierde da. Und trotzdem willst du natürlich auch nicht in alte Muster wieder reinfallen und hast dir da jetzt auch irgendwie was angeeignet, wo du drauf aufbauen kannst und so. Und so bin ich dann natürlich, weil es war Hotellerie, was natürlich nicht die typische Hotellerie, Gastronomie oder was weiß ich in die Richtung ist. Aber das war natürlich dann erstmal so der erste Weg, wo ich dachte, okay, das hat gut geklappt. Ich guck mal hier, wie sieht's denn aus? Hier gibt's natürlich auch viele Hotels. Fragst du mal nach. Hatte auch einen Bekannten, seine Freundin hatte auch in einem Hotel gearbeitet, hier vorne am Marschsee. Wer es kennt, das Courtyard Hotel ist eigentlich ganz bekannt. Und, ein sehr schönes, eher luxuriöses Hotel. Wirklich, genau. Hat auch einen guten Namen und dann dachte ich mir, okay, gehe ich mal an. Ich habe jetzt hier nicht die größten Voraussetzungen. Ich meine, ich habe irgendwie Schule nicht wirklich viel reißen können, was ich vorweisen kann. Aber mit diesen 2 Jahren Mallorca, also es waren 2x8 Monate, die ich da war, 8-9 Monate über die Saison, kann ich ja wenigstens schon mal vorweisen, dass ich irgendwie was kann da. Ne? Und die haben mir auch ein super Zeugnis geschrieben. Und damit bin ich halt da hingegangen, habe mich beworben und die haben mich auch direkt angenommen, ne? Als Ausbildung, als Hotelfachmann. Und so, ersten Tag komme ich da an, dickster Sommer war es, war 30 Grad, keine Ahnung, 35 Grad. Ich komme da an, ich wusste gar nicht genau, welche Bereiche, da gibt es immer verschiedene Bereiche. Einmal gibt es den Gastrobereich, weil unten in der, im Lobbybereich, da ist auch ein Restaurant, das ist auch ganz bekannt. Gute Küche mit Außenterrasse zum Beispiel, immer gut gefüllt, Sommer natürlich, Full House. Dann gibt es Housekeeping, musst du machen. Es gibt halt so mehrere Bereiche, die da in der Hotellerie dann irgendwie abarbeitest. Die haben natürlich gesehen, ich Erfahrung mit Menschen, habe auch dann auf Mallorca da im Hotel auch immer den Service mit übernommen und so. Ich konnte Teller tragen, war auch mir sehr selbstbewusst, habe natürlich immer gleich, naja, kein Ding, kann das, ne? So konnte ich auch irgendwo. So, ich war auch gut auf Zack auch irgendwie, ne? Hab da auch irgendwie ein gutes Tempo immer so mitgekriegt. Und das wollte ich natürlich dann denen auch zeigen, dass ich da was kann. Und die haben natürlich den Braten gerochen und die Chance genutzt. Die dachten sich, okay, die Terrasse brennt, wir packen denen direkt mal einen Service rein und unterstützt dann da natürlich. Ne? Und ich habe natürlich auch Vollgas gegeben, wollte natürlich auch zeigen, was ich kann. Und die haben das natürlich dann auch ausgenutzt. So, ne? Also würde ich jetzt mal so behaupten. Die haben mich dann da so durchgepeitscht, also ich sag euch ganz ehrlich, so nach der ersten Woche habe ich mir gedacht, oh Gott, Alter, wie soll das hier weitergehen? Dann sind aber auch so ein paar Sachen so vorgefallen, so
wie ich, okay, es war jetzt, ging nicht um viel Geld oder so, ne? So diese Trinkgeldgeschichten und sowas. So, wenn dann Trinkgeld, jeder bekommt Trinkgeld, aber ich durfte mein Trinkgeld zum Beispiel nicht behalten. So, dann wurde das in so einen Pott gepackt und im Endeffekt kam dann am Ende der Schicht dann jemand zu mir und sagte, hier, nimm mal 5 Euro und so, ne? Und dann dachte ich mir, okay, voll der coole Move eigentlich von dem, aber im Endeffekt voll der abgefuckte Move von der, ist ein bisschen ein komisches Konzept so, weißt du? Ich meine, man sollte auch für, gerade für so eine Arbeit, also ich habe größten Respekt vor Gastronomie und Kellnern und dem ganzen Spektrum darum, weil, ey, es ist einfach, du wirst da ausgefeuert, also ausgelutscht, du bist am Rennen, es ist hier und da auch ein dankbarer Beruf, wenn du gute Gäste hast, aber du hast auch manchmal echt richtig miese Gäste und gerade da die Ecke mit Courtyard ist ein bisschen so etepetete Publikum und so, ne, und du bist dann da einfach nur, ja, ey, mach mal hier hin und her. Und ich habe mit sowas auch ein bisschen so ein Problem, so ein bisschen so Status, so, ne? Ich meine, ich arbeite gerne, ich laufe mir auch den Arsch hier ab, aber wenn das auch dementsprechend gewertschätzt wird, das ist mir schon ganz wichtig so, ne? Und dann nicht so auf, ja, mach mal diesmal, mach mal so, verstehst du? Sondern bitte danke und hast nicht gesehen, das ist für mich schon sehr wichtig, so, ne? Mit Respekt sollte man da schon behandelt werden. So. Und das war dann einfach für mich nicht gegeben und da habe ich ganz schnell gemerkt, okay, ist doch nicht so ganz so meine Nummer hier. Ja, Gleichberechtigung war nicht da. War nicht da, also Respekt zueinander. Genau. Auch in diesem Team war so, habe ich schon ganz schnell gemerkt, da sind so Gruppierungen und der schießt gegen den und der macht so, sowas gefällt mir auch gar nicht so, weißt du, das ist gar nicht so meins so. So, und dann habe ich mich ganz schnell da unwohl gefühlt und habe ich denen das auch ganz schnell dann irgendwie berichtet, dass das hier für mich keine lange Nummer sein wird. Ich dann schnell meine Sachen gepackt habe und was Neues gesucht. Also hast du schnell gemerkt, ist nichts für dich. Nee, genau. Dass das auch eine ganz andere Nummer ist, als das, was ich da auf Mallorca in diesem kleinen Familienbetrieb mit wirklich so, wir haben uns geliebt, so, verstehst du? Wir haben, jeder war für jeden da, so, da gab es nicht irgendwie, weiß nicht, ne? Nach jeder Schicht saßen wir noch am Tisch, haben wir dann gegessen, das war was ganz anderes. Aber kannst du natürlich auch hier in der Großstadt auch nicht so vergleichen. Aber es war für mich auch irgendwie, ja, ich dachte, Hotel, ich komme da, auch alle voll cool drauf, alle nett. Und wir sitzen da wie so ein Team und kämpfen uns durch diese ganzen Dings. Nee, ganz andere Nummer. So halt bin ich dann da raus und dachte mir dann auch erstmal wieder, jetzt wieder was machen. Und bin dann auch bei UPS gelandet. UPS im Lager hinten Container befüllen. Mein Cousin hat da gearbeitet, so bin ich darauf gekommen. Nachtschicht, gab gutes Geld, wenig Stunden eigentlich auch. Eine Schicht waren 4 Stunden, 4 oder 5 Stunden. Achso, das war ein ganzer Arbeitstag? Das ist ein ganzer Arbeitstag, ist aber auch Nachtschicht dann, ne? Nachtschicht. Ich bin mir gar nicht sicher, wie Tagschichten waren. Also Tagschicht habe ich auch nie gemacht. Nachtschicht war für mich interessant. Ich war eh so ein nachtaktiver Typ so. Und war die Bezahlung besser. Du hast halt Nachtzuschlag gekriegt und dann mit diesen 4 Stunden eine Schicht und hattest du ein angenehmes Geld. Und wenn du Doppelschicht gemacht hast, konntest du richtig Geld verdienen, ne? Wenn du dann richtig geknüppelt hast. Aber ich hatte erstmal so eine Schicht angefangen und war auch ganz cool, so auch ein richtig verrückter Haufen da, ist halt Lagerarbeit. Ja. Da kommst du natürlich wieder mit so vielen Charakteren aufeinander, alles irgendwelche Banditen, will ich jetzt nicht sagen, aber alles irgendwelche so Seelen, die jetzt nicht wirklich irgendwo im Büro sitzen können oder so halt, ne? Kannst du dir sehr gut vorstellen. Ja. Und auch bunt gemischt, also von allen Nationalitäten und ja, war auch lustig so, ne? Aber dann habe ich auch wieder gemerkt, auch über die Zeit ist das für mich so, und ich habe es auch gefeiert, diese körperliche Arbeit, so, weil für mich war das auch so ein bisschen wie Sport und auch so man kann zeigen, was man kann, so, weißt du, so, die schweren Pakete packst du dann an und ist auch so ein bisschen so, wieder auch so ein bisschen Status, so, es war schon ein cooles Ding, aber im Laufe der Zeit habe ich dann auch irgendwie dann von Nacht zu Nacht immer mal wieder gemerkt, oh, irgendwie fühle ich mich hier in so einem Container nicht so ganz so wohl. So, ich könnte mehr so, ne? So, weiß nicht. Hier fehlen mir auch wieder diese Leute, wo man sich auch wieder mit Kontakten vielleicht irgendwie ein bisschen was aufbauen kann. Du kannst da jetzt auch nicht großartig wachsen oder hätte Supervisor werden können, den jeder gehasst hat, der da rumgelaufen ist und den Leuten auf die Finger geguckt hat und so. So, das bin ich auch nicht so, weißt du? Ich gehe doch jetzt nicht rum, so, wenn der schon kam, boah, dann hat man
Nee, auf jeden Fall kein gern gesehener Mensch in diesem Betrieb. Und dann habe ich mir auch gedacht, ah, das ist jetzt auch auf Dauer auch wieder so eine Sache. Ne? So, ich brauch diese Zeit, Mallorca hat mich dann halt auch wieder so geprägt, ah, es geht auch anders. So, es muss doch. Ja, es geht doch wieder irgendwie. Es muss doch irgendwas geben, wo das so ein bisschen ansatzweise in diese Richtung geht. Mit so einem Team und, weißt du, so richtig schönes Arbeitsklima. Hab dann da auch irgendwie. UPS habe ich, glaube ich, bis zum Festvertrag sind es, glaube ich, ein oder zwei Jahre. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist dann so, gibt es dann diesen Schneidepunkt, entweder kriegst du einen Festvertrag oder nicht. Aber dann in der Zeit habe ich auch schon gemerkt, ist nichts für mich. Dann habe ich krank gemacht, war ich da auch gar nicht mehr ganz bei der Sache. Und so, dann war schon klar, die werden mir keinen Festvertrag geben. Und dann habe ich auch einen Abgang gemacht und mir in der Zeit auch schon ein bisschen überlegt, wo geht's hin. Und ich hatte immer auch gute Leute an meiner Seite, immer einen guten, großen Freundeskreis, die mir dann auch immer irgendwie Tipps gegeben haben. Ey, der arbeitet da, ist das nichts für dich? Du mach, oder der und der, hier, da ist eine Stelle frei geworden. Über Kontakte halt. Und dann bin ich über einen guten Kumpel darauf gestoßen, du bist auch sportlich, machst auch, ich habe immer Sport, hat sich auch in meinem Leben auch echt immer wie so ein roter Faden durchgezogen, schon als Kind. Bin ich in jeglichen Verein gewesen. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Basketball gespielt, ich habe sogar Bodentouren gemacht. Das muss ich sagen, hat mir heute auch noch. Ich habe ein sehr gutes Körpergefühl und sowas. So Handstand, Radschlag und sowas. Und Tischtennis habe ich gespielt. Also jegliche Sportarten durchgemacht. Und dann natürlich Fitness im gewissen Alter angefangen und so. Und auch ein sehr wichtiger Aspekt meiner Meinung nach in meinem Leben. In so Teamsportarten merkst du dieses Kollegiale auch so, ne? Wenn du dafür gemacht bist, ist es geil, so in einem Team was zu schaffen. Das zieht sich ja bei dir in deiner Lebensgeschichte wie ein roter Faden durch. Du hast viel rumprobiert, viel geschaut, was passt denn überhaupt zu mir, macht mir das Spaß, passt das auch zu mir, gerade wie du gesagt hast, ich möchte vielleicht ein bisschen was mit meinem Körper machen, die sportliche Aktivität brauche ich. Ich brauche so ein Teamgefüge, ich brauche irgendwo eine Gleichberechtigung auch, dass alle zusammen mit anpacken können. Richtig, genau. Ja. Und dann bist du dann nach der Zeit bei UPS, bist du dann wo gelandet? Bin ich, wie gesagt, durch einen Kontakt auf ein Fitnessstudio aufmerksam geworden. Die haben Auszubildende für Sport- und Fitnesskaufmann gesucht. So, ja, ich bin da rein. Erstmal schon mal ein sehr schönes Studio gewesen. Es war jetzt hier kein Discounter oder so. Es war schon ein bisschen hochklassiger und hochpreisiger. Und habe mich da auch sehr wohl gefühlt und habe die Sache auch echt, die lief richtig gut an. Habe mich da dann auch, habe angefangen so Kurse zu geben, ich weiß nicht, kennt ihr so Bauchbeine, Po und sowas dann. Ja, genau. Du warst dann der Trainer quasi in die Bewegung. Genau, habe dann diese Kurslizenzen gemacht, dann habe ich meine B-Lizenz gemacht und hin und her. Und es war auch, eigentlich ist es ein Familienbetrieb, die Chefin hat das übernommen und ihre Eltern haben das eigentlich aufgebaut und die Chefin, die Tochter, leitet das ganze Ding. Und leider, wie das manchmal so ist, ist das manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn man dann mit jemandem ein bisschen aneinander gerät, in deren Position. Ich meine natürlich, ne, Hierarchie ist auch so eine Sache, das muss man lernen. Kamst du klar mit Hierarchien? Ich kam eigentlich klar mit Hierarchien, aber es gibt gewisse Grenzen meiner Meinung nach auch. Das ist auch so eine Sache. So, wenn es dann eklig wird. Wenn es dann eklig wird und man sollte auch immer mal ein bisschen so abwägen, man sollte sich auch nicht immer alles gefallen lassen. Ich hatte auch zum Glück immer noch so ein bisschen diese Position. Ich war auch so dann auch in meiner Fitnessphase, ich hatte so ein bisschen so auch so Status, war auch so. Aber es gab auch so Mitarbeiter, so einen ganz kleinen, der war jünger noch, kleiner, so zierlicher. Und den hat sie so, also ich will jetzt nicht sagen misshandelt, aber den hat sie unmenschlich meiner Meinung nach schon behandelt. Ne? Und das ging mir schon mal so sehr auf den Nerv, so auf die Dauer. Und bei mir hatte sie immer auch schon so mal so ein paar Dinger gerissen und war alles aber noch im Rahmen so. Aber so allgemein, wie sie so menschlich, diese Zwischenmenschliche drauf war. Und da sind wir wieder bei diesen Energien. So. Ich kann das irgendwo akzeptieren bei gewissen Menschen, wo ich mich dann auch so Abstand halten kann, aber in so einer beruflichen Beziehung, wo du dann wirklich und Sport und Fitness kauft man, du hast, der Laden hat 7 Tage die Woche auf. Ne? Du arbeitest manchmal 6 Tage am Stück, manchmal 7 Tage, dann hast du mal einen Tag frei. Also du bist wirklich, und auch bis abends, ne? Der Laden hat ja auch bis 22 Uhr. Und das nimmt einfach so viel Raum in deinem Leben ein. Und dann das mit Menschen zu teilen, wo du wirklich schon so richtig Abneigung für entwickelst, so von deren Art und so.
Und wie gesagt, ich bin so ein energiebezogener Mensch und das hat mich irgendwie auch so fertig gemacht. So, ne? Ich konnte das nicht so mit ansehen irgendwie und auch nicht akzeptieren. Ja, und dann kam, irgendwann hatte ich Urlaub. Irgendwann hatte ich Urlaub und bin wieder nach Ibiza gereist. Und da kam wieder diese positive Energie. Und dann dachte ich mal, was gebe ich mir hier überhaupt? Alter, ich weiß nicht, es kann auch anders sein, verstehst du? Dann war ich hier wieder voll nur mit Love und positive Vibes umgeben und so eine Geschichte. Und dann dachte ich mir, soll ich jetzt hier weg und wieder in diesen Psycho ein bisschen so? Das war schon ein bisschen so, da hat mich schon psychisch schon ein bisschen mitgenommen, die ganze Nummer so, ne? Und da habe ich ganz gesagt, ey, ganz ehrlich, ich gehe da nicht mehr hin. Aber ich fühle mich einfach so entschieden, ich gehe da nicht mehr hin, ne? Mache ich nicht. Und ja, bin dann einfach, hab meinen Urlaub verlängert, bin dann erstmal auf Ibiza geblieben und ja, hab dann angerufen und gesagt, ja, ich komme auf jeden Fall nicht mehr wieder. Jetzt so in der Retrospektive, was würdest du sagen? Du hast jetzt die Hotellerie nicht weiter durchgeführt. Eins muss ich noch dazu sagen, ich war im zweiten Jahr, es hätte jetzt nur noch ein Jahr circa hätte ich gebraucht, um das durchzuziehen. Was ich jetzt im Endeffekt, was heißt bereuen? Aber hier in Deutschland ist es einfach, wir sind ein bürokratisches Land. Wenn du was, nichts vorzuweisen hast. Kein Papier, ohne Papier bist du nichts. Kein Papier, im Angestelltenverhältnis bist du nichts, sozusagen. Es ist einfach leider so. Weisheit unserer Eltern. Genau. Und da ich bis heute keine abgeschlossene Ausbildung habe, wäre es vielleicht ein bisschen klüger gewesen, da vielleicht die Zähne zusammenzubeißen, das letzte Jahr, dass ich wenigstens diesen Wisch auf Ausbildung habe. Weil für mich ist es jetzt unrelevant, da ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, aber wenn ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis werde ich ganz anders angesehen. Ohne Ausbildung startest du einfach in einem ganz anderen Level als mit einer abgeschlossenen Ausbildung. Auch allein schon im Bewerbungsgespräch, überall. Mit einem Wisch hast du einen anderen Status als ohne. Also hier auch der Tipp an unsere Zuschauer, vielleicht in dem Fall, wo man sagt, ey, ich habe nicht mehr viel Zeit, die ich jetzt noch durchziehen müsste, dass man einfach mal da die Zähne zusammenbeißt und die Ausbildung abschließt. Wie gesagt, ich mit meiner spirituellen Art war für mich in der Phase, wurde ich natürlich dann auch ein bisschen wieder, ne, mit Ibiza und sowas, da ging dann wieder mein Herz auf, wurde ich natürlich auch ein bisschen wieder in die Richtung beeinflusst. Und aber wenn man schon in dieser Phase ist, zwei Jahre, könnte man wirklich Zähne zusammenbeißen, das letzte Jahr nochmal schlucken und dann mit einem guten Abgang hast du wenigstens was auf Papier. Ne? Ja. So. Und jetzt, bevor wir die Brücke schlagen, jetzt auch zu deiner letzten Station, es gibt ja jetzt noch eine Zwischenstation, deine Selbstständigkeit. Wie bist du da reingekommen und wenn du vielleicht auch unseren Zuschauern erzählen möchtest, was machst du da genau? Genau, das ist vor zwei Jahren entstanden, durch auch ein Freund ist zu mir gekommen, dadurch, dass ich auch immer am Hustlen war. Ich habe immer irgendwas gemacht, ich habe immer irgendwie geguckt. Ich hatte auch ein kleines Modelabel, auch ist jetzt nichts großartig draus geworden. Ich konnte jetzt nicht damit meinen Lebensunterhalt bestreiten, aber ich habe das irgendwie so nebenbei aufgebaut, hatte einen Webshop, bin nach Thailand, ich war oft in Thailand. Und dann habe ich mir da einen Produzenten gesucht, der hat dann so Klamotten hergestellt, also mit Lebensweisheiten hinten drauf geschrieben und so. Hieß In Peace, deswegen heiße ich bei Instagram auch In Peace. Okay. Ja, genau, mit so Peace, Love and Harmony. Was dich auch eigentlich ausmacht. Ja, irgendwie so, genau. Ja. Und immer irgendwas gemacht halt. Und ein Kumpel kam dann auf mich zu, meinte, ey, ich habe da eine Idee. Du bist auch immer offen für alles und kannst auch anpacken. Und wie sieht's denn aus? Bist du handwerklich begabt? Ich sage so, ich bin eigentlich handwerklich sehr begabt. Ich hatte auch mal eine BGJ gemacht, das ist so eine Bautechnik, alle Spektren durchgenommen, Dachdecken, Mauern, Fliesen legen, so, und habe ich gemerkt, Handwerk liegt mir auch. Macht mir auch mega Spaß, aber das jetzt mein Leben lang zu machen, war für mich auch wieder so eine Sache. Und bin dann, er meinte, er arbeitet in einem Betrieb, die montieren Photovoltaikanlagen. Mhm. Und er hat einfach gemerkt, das ist kein Hexenwerk, es ist easy beizubringen. Und es ist viel mehr rauszuholen, als er jetzt gerade da verdient. Und er hat sich da schon ein bisschen schlau gemacht und meinte, er würde sich gerne selbstständig machen, aber alleine kann er das nicht. Mhm. Und ob ich nicht Bock habe. Und erstmal, ich so, weiß nicht. Und ich war auch wieder hier mit so ein paar Sachen beschäftigt. Hatte hier mal wieder eine Idee, da ein bisschen mit Finger drinne. Aber auch wieder alles nichts mit so wirklich so mit Struktur. Und
hat mich irgendwie viermal, fünfmal, sechsmal kam er an, ey, wollen wir nicht kommen, komm, 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 komm. Irgendwann dachte ich, ey, ganz ehrlich, gucken wir uns an, guck ich mir an. Ja, komm, erzähl mal. Hatte mir das alles so ein bisschen so vorgezeigt, wie der Ablauf ist, was man verdienen kann, wenn wir unseren Arsch aufreißen und hin und her. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, eigentlich kann ich verkehrt. Und wie gesagt, neues Abenteuer sind wir angegangen. Und ja, seit 2 Jahren haben wir das jetzt durchgezogen. Und hat sich auch, muss ich sagen, sehr, sehr zum Positiven entwickelt. Also auf legalem Weg habe ich noch nie so viel Geld verdient wie mit der Nummer. So, also war wirklich auch wieder so ein Sprung wieder zu, wo man sagt, man kann ja wirklich auch gutes Geld verdienen, weißt du so. Mhm. Das war für mich auch immer so eine Geschichte. Man muss ja auch da den Mut aufbringen und auch ein gewisses Selbstvertrauen in sich haben. So, hey, viele haben ja einen Selbstzweifel, schaffe ich das denn? Gerade in der Selbstständigkeit hat man ja viele Hürden, die man bewältigen muss. Das finanzielle Einkommen ist auch nicht gesichert. Man muss wirklich selber zusehen, wie man da Geld beschafft und heranschafft. Und das Gute ist auch, mein Partner, der ist auch ein sehr strukturierter Mensch. Und das ist auch ganz wichtig. Wie gesagt, ne, das hatte ich auch auf Mallorca gemerkt. Struktur, egal wo, was Arbeit angeht, muss schon da sein. Weil er hat auch wirklich guten Plan geschmiedet, mich glücklicherweise damit eingebunden. Und ja, wir haben das echt sehr gut gerockt. Und muss auch sagen, es ist eine coole Nummer, sehr abwechslungsreich, was mir auch sehr zusagt. Ich bin nicht so, ich stehe nicht auf diese Nummer jeden Tag ins gleiche Büro, jeden Tag im gleichen Laden oder sowas. Ja, Abwechslung spielt bei mir auch eine sehr wichtige Rolle. Wieder der Kontakt mit Menschen. Wir sind zu Privatpersonen, waren unsere Kunden, sind unsere Kunden. Zu den Häusern ist auch ein sehr persönliches Ding auch gewesen. Dann, die lassen sich bei dir zu Hause rein. Ne? Da muss man auch natürlich mit Respekt und alles hin und her. Und du lernst auch interessante Charaktere kennen, weil jeder, das sind auch alles Hausbesitzer. So hat viel Positives, was mir auch zusagt, der Job auf jeden Fall. Und da sind wir ja dann so 2 Jahre lang durchgestartet. Bis jetzt vor kurzem haben wir von unserem Auftraggeber, die sind zurückgerudert, weil die Auftragslage nicht dem entsprach, was die sich eigentlich vorgestellt hatten. Ist ein bisschen zurückgegangen, der Boom ist, das ist immer so eine Branche, wo so Booms gibt oder so Hypes gibt. Muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig genießen, mit Vorsicht rangehen, weil es ist eine Zeit lang, da geht es richtig zur Sache, aber dann musst du auch mit Bedacht an Phasen denken, wo es runtergeht. Also das ist die Auftragslage kann man abbrechen, da muss man vorsorgen hin und her. Ja. So, genau, dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt. Und letztes Jahr war dann so der Punkt, wo ich mir dachte, im Winter, jetzt auch genau zu dieser Jahreszeit, im Winter hast du immer viel Zeit zu Hause, statt die mit Netflix oder hier irgendwelche Filme, Serien, Suchten, guckst du mal, dass du die irgendwie produktiv nutzt. Meine Jungs waren auch alle schon DJs. Wie gesagt, ich hatte meine Partyzeit auch. Ne? Ich bin immer auf der anderen Seite des Mischpuls gewesen, aber das hat mich auch immer schon interessiert, weil ich fand es einfach schön und geil, wie du mit deiner Musik so eine Party, was auch immer, die Menschen berührst und wie du sie mit deiner Musik so beeinflussen kannst, so, ne, positiv natürlich auch, weil du kannst richtige Geschichte erzählen, und du hast natürlich auch den Finger am Abdrücker sozusagen, in welche Richtung geht das jetzt hier, schieße ich sie hoch oder mache ich erstmal ein bisschen locker und hin und her, und das hat mich auch immer schon beeindruckt, so, wie gute DJs schaffen, so eine Nacht oder so ein Festival so zu leiten, so, also ihre eigene Geschichte zu erzählen und dir einfach einen geilsten Tag, Abend deines Lebens zu bescheren. Die Musik hatte ich ja ohnehin schon die ganze Zeit in deinem Leben verfolgt. Die Musik hat mich immer schon verfolgt, immer. Und es hat mich immer mega positiv auch beeinflusst und auch berührt. Und ja, und das dann selber einfach mal auch auszuprobieren, hatte ich irgendwie immer so eine kleine Blockade, weil ich bin nicht so der
technisch visierteste Typ, sondern eher so der Kreative, schon ja, genau, der kreative Part, aber auch eher, was ist ein Gegenteil von technisch, wie nennt man denn das? Du bist vielleicht mehr handwerklich begabt. Ja, genau, genau. Auch mit PC und sowas habe ich mich immer schwer getan. So. Irgendwann kam dann immer irgendein Problem auf und habe ich eine Krise gekriegt. Und auch bei sowas so, ne? Technik hier, da musste ich erstmal reinfuchsen. Was, so viele Knöpfe sind da auf ein, vor einem. Und ja, hat mich irgendwie immer abgeschreckt. Aber dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, jetzt diesen Winter, mir egal, ich setze mich dran, man ist echt oft zu Hause, ich probiere es aus. Und ja, dann ist das hier irgendwie so entstanden. Ich habe ja natürlich über meine ganzen Jahre, ich bin jetzt mittlerweile irgendwie über 20 Jahre am Feiern. Dadurch habe ich natürlich übelst viele Musikeindrücke über auch diese ganzen Zeitraum gesammelt. Und auch schon früher war ja das Thema Musik ganz groß, mit Hip-Hop hat es angefangen und dies und das. Aber es hat mich auch schon in der ganz früheren Kindheit eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Thunderdome. Thunderdome sind so eigentlich richtig Hardstyle-Techno-Geschichte. Die ist irgendwann mal bei mir, ich hatte so Nachbarn, das waren so ältere, auch Perser, tatsächlich. Und der eine hatte dann mal so eine Thunderdome-CD dabei irgendwie. Und da ging es ab, aber richtig treibend, aber auch so ein bisschen, keine Ahnung. Und das hat mich irgendwie gepackt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch wieder mit dieser Musikgeschichte von meinem Papa zu tun hat, durch dieses Trommeln. Das hat auch, glaube ich, Parallele irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es mich gepackt. Ich fand es irgendwie crazy. Aber irgendwas war da und dadurch hatte ich auch so eine Neugier schon auch für dieses Techno, was ist das überhaupt so, ne? Boah, und diese Cover da drauf, das waren auch früher so ganz durch die Dinger, so irgendwie so abgespaced, aber auch so ein bisschen so mit so dämonisch auch und so. Das hat mich auch ein bisschen irgendwie abgeschreckt auch, aber die Mucke hat mich voll Dings, das hat mich irgendwie voll interessiert so. Und dann ging es hier auch los in den 2000ern. Mit Street Parade, weiß nicht, kennt ihr das noch? Ja. Es gab ja mal Love Parade in Berlin und wir hatten hier die Reincarnation Parade. Und ich muss sagen, für Hannover, das war hier schon eine richtige Nummer. Hier sind die Trucks durch die Stadt gefahren und hin und her, die Leute alle oberkörperfrei und bunt und hast nicht gesehen. Ich dachte mir, Alter, geil, was geht denn hier ab? Ja. So, ne? Hat mich natürlich dann auch so gepackt und so bin ich dann auch irgendwie ein bisschen der Szene immer näher, so. Und dann bin ich halt in diese Elektro-Szene auch rein, ne? Ja, und die hat mich natürlich jetzt auch über die ganzen Jahre verfolgt und da bin ich auch sehr froh drüber, weil diese Musik berührt bei mir irgendwie drinnen einen ganz bestimmten Knopf. Da gehen bei mir Emotionen auf, das weckt Erinnerungen, das weckt irgendwie, das berührt mich. Und man, für Leute, die es nicht so berührt oder noch vielleicht nicht berührt, habe ich auch viel gesehen, weil viele haben immer gesagt, früher, ah, Junge, dein Techno, dein dies, das. Und 5 Jahre später sehe ich die selber auf so einer Techno-Party rumhüpfen. So, das ist so, es ist, am Anfang ist es immer ein bisschen abschreckend, aber wenn man versteht, wie so Lieder aufgebaut sind oder da steckt viel, meiner Meinung nach, viel Gefühl hinter dieser ganzen Musik. Diese Frequenzen. Frequenzen auch spielen eine ganz große Rolle, genau. Ist ja auch eine Form der Energie, die dich dann auch berührt, die dich zu einer besonderen Schwingung bringt. Und dieser bringt. Rhythmus einfach auch, dieses Treibende, das gibt dir Schwung, das bringt dich durch den Tag, das bringt dich durch dein Leben, meiner Meinung nach. Das gibt es ja auch in anderen Kulturen, ne? So gerade bei uns im Kurdischen, die Volkstänze, ist, da wird zwar was gesungen, aber ich glaube, dass, da kannst du dir vielleicht noch was zu sagen, ich glaube, was bei Techno, weil bei mir kam es im Alter auch, dass ich mehr für House, Techno so ein bisschen interessiert habe. Es kommt auch im Alter, man ist viel mehr open-minded so. Ja. Aber was bei Techno, vielleicht kannst du ja auch als DJ in dem Bereich was dazu sagen, das Krasse ist ja, du konzentrierst dich nur auf die Energie, auf die Frequenz und da ist ja kein Text. Weil normalerweise, ich sag mal, wenn du jetzt Tupac hörst, egal wie cool der Beat ist, du willst ja sagen, was die Message Delivery, was will er mitteilen. Aber ich glaube, in diesem Bereich ist ja so eher so einfach nur das Gefühl, richtig? Richtig, also Techno ist natürlich auch nochmal, es gibt auch bei der elektronischen Tanzmusik verschiedene Genren, die man auch nicht so vermischen kann, würde ich sagen, weil es gibt die klassische Hausmusik, die liebe ich auch über alles, also das ist auch eigentlich das, was ich hauptsächlich auflege, Haus. Und dann gibt es natürlich auch Techno, Hausmusik ist mit Vocals, mit Sunshine, mit
gut Feeling und alles hast du nicht gesehen. Und Techno ist dann schon eher so ein bisschen in diese Düstere. Allerdings gibt es auch wieder so Frequenzen und Klänge, die so eine aufblühende Seite berühren, wenn ich das so, ja. Die auch positiv sind. Sehr, sehr positiv, genau, genau. Oder auch sehr in ein hochkonzentrierte Frequenz reinbringen, so wo du Gedanken, wo Gedanken bei dir irgendwie Synapsen so aufgehen. Die auch positiv sind, sehr, die sehr sich gut positiv, stimmen. Sehr, sehr positiv, genau, genau. Oder auch sehr in ein hochkonzentrierte Frequenz reinbringen, so wo du Gedanken, wo Gedanken bei dir irgendwie Synapsen so aufgehen. Es gibt ja auf YouTube eine ganz berühmte Serie, diese Lo-Fi-Serie. Ich glaube, das ist animiert, wo so ein Mädchen am Schreibtisch sitzt und lernt. Und das habe ich auch öfters beim Studium gerne im Hintergrund einfach laufen gehabt. Das bringt dann wirklich in so einen meditativen Zustand und man ist sehr im Tunnel. Auch so ein Trance-artiges. Also wenn ich Techno auflege, bin ich manchmal wirklich wie hypnotisiert. Also so, das wollte ich dich nämlich auch fragen, weil ich habe ja früher, wenn man so Techno gehört hat oder House, egal, wenn man es jetzt, was wär der Mutterbegriff eigentlich für die Musik? Techno? Elektronische Musik hat man. Wir haben, weil ich dazu kurz eine Anekdote, weil du hast vorhin Ibiza und so immer Mallorca angeschnitten. Mhm. Wir waren damals, das ist 2015 gewesen. Da war ich mit meinen Jungs, waren wir auf Mallorca in Magaluf. Und wir waren in einem Hotel, das ist so ein typisches Techno-House-Szene-Hotel, BH Mallorca nennt sich das. Und da kam mein Jungs, also ich bin mit meinem besten Freund hingeflogen und zwei Kollegen kamen nach. Und dann die typischen, vom Aussehen eher dieser coole Kanake, der Rap hört. Und weißt du, ich meine, und dann kamen wir saßen dann da, wir waren im Hotel, es war so unsere erste Nacht, wo wir dann DJ aufgelegt hat und da kam Duke Dumont, ich kannte Duke Dumont davon nicht. Und die anderen haben den voll gefeiert. Und da kam, der hat aufgelegt und wir so erstmal, okay, so was haben wir jetzt mit dieser Musik, vielleicht sind wir hier falsch. Und dann fing der da aufzulegen und dann kam da dieser Rauch, Feuer, diese, wie heißen diese Teile, dieser Feuer, diese Flammen in die Luft jagen. Okay. Und da waren 2.000-3.000 Leute, überwiegend Engländer und Skandinavier. Und die sind alle am Durchdrehen und auf einmal, wir gucken uns gegenseitig an und er so, ey, das noch nie so viel Party-Mut, aber so, wir waren einfach happy so. Ja, und wir sind auf einmal durchgedreht und wir fangen an zu tanzen und selbst der total Introvertierte unter uns fing an da warm tanzen und wir sind dann tatsächlich zurückgekommen und gesagt, ey, diese Musik muss man fest im Leben etablieren. Aber was ich damit sagen will, man kann es irgendwie nicht wirklich spüren, wenn du es jetzt zu Hause hörst und dabei irgendwie, weiß ich nicht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt meiner Meinung nach, glaube ich, bei der Musik. Du musst Erlebnisse damit verknüpfen oder in Zusammenhang, in Verbindung bringen können. Weil bei mir ist das wirklich so, bei der Musik, ich habe auch ein riesen Portfolio von Tracks irgendwie und wenn ich dann irgendwie einen Lied höre, ich habe immer eine Verbindung dazu. Irgendein Urlaub, irgendeine Geschichte, irgendein Dings. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so bei dieser Musik sehr hängen geblieben, weil ich sehr viele Erinnerungen einfach damit so verbinde. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch bei der Geschichte. Ja, ja. Ja, das ist nämlich krass, weil ich erst später, wie wir manche Lieder gehört haben, ey, wir waren so 3-4 harte Jungs, weil wir dachten, wir werden harte Jungs sitzen, haben da fast Tränen in den Augen gesagt, hey, damals am Meer, weißt du, das macht was gefühlstechnisch. Ja, ja, du denkst immer, das ist immer so diese typische Popmusik oder diese Romantikmusik, die Gefühle weckt. Nein, tatsächlich ist es halt, das ist diese Frequenz, die einfach sich einmal in deinem Mindset fest, also das speichert sich einmal hier oben ein und sobald du diese Lieder hörst, deswegen finde ich es auch krass, dass du jemand, der aus der Hip-Hop-Szene eigentlich kam oder irgendwo noch wahrscheinlich deine Wurzeln irgendwo in der Hip-Hop-Szene hast, ich habe ja gesagt, man sieht es so ein bisschen am Klamottenstil, obwohl ich jetzt nicht fest definieren würde, was macht ein House oder ein Techno-Elektro-DJ aus, ne? Aber das ist schon krass, dass du das nochmal bestätigst und du hast ja auch gesagt, Ibiza, ich glaube, das ist auch ein Punkt gewesen, oder? Das hast du ja wahrscheinlich in Ibiza dann auch bemerkt, diese Elektropartys und so. Das Mecca für das ist das Mecca für schon auf jeden Fall. Doch. Das ist für die Hausszene und sowas schon so ein richtiger Anlaufpunkt, wo man das ganze Meet and Greet und auch die ganzen namhaften DJs kommen dahin. Und doch, das ist schon definitiv so eine Anlaufstelle für alle Elektromusik-Verrückten. Wie ist dein DJ-Name? Ich bin Modi. Einfach nur Modi. DJ Modi. Modi, krass. Und du machst ja jetzt hier, du hast ja auch hier eine Session, Apartment-Session gedreht. Erstmal kurz zu der Apartment-Session und dann kannst du auch vielleicht sagen, wo zukünftig die Reise hingehen soll in dem Business. Also dadurch, dass wir über die Jahre irgendwie mit so einer, unsere bunt gemischte
multikulturelle Truppe, die alle irgendwie musikverrückt sind und irgendwie auch so positiv minded sind, zusammen unsere Partys und unser Leben so bestritten haben und auch immer irgendwie schöne Abende miteinander verbringen. Und es ist einfach immer schön und eine Energie aufgetaucht ist, so, die ich sonst auf Partys oder so nicht so hatte, so, weil wir unter uns dann so sind. So. Da gehen einfach, können deine Gefühle freien Lauf lassen und ja, du kannst so sein, wie du willst, natürlich, ne? Und gemütlich, in so einem Safe Space und sowas. Und das haben wir halt oft gemacht. Wir haben immer bei irgendwen zu Hause, Mucke raus, Mischpuls auf den Tisch und dann Attacke. Ne? So. Und dann sind wir natürlich auch viel danach noch feiern gegangen, aber diese Energie, die so in diesen zusammen kleinen Kreis entsteht, die ist immer noch mal ein bisschen anders gewesen. Und ich hatte mir immer gewünscht, so das irgendwie auch mal irgendwie ein bisschen festzuhalten auf Material. Und dann bin ich irgendwie letztens darauf gekommen, ich meine, diese Wohnung hat so viel Potenzial hier, könnte man auch irgendwie mal nutzen, um hier vielleicht einen kleinen Clip zu drehen. Wir machen hier mal ein bisschen Party und wir nehmen das auf. Vielleicht können wir an der Stelle auch mal den Clip einspielen, sodass ihr ein Gefühl dafür bekommt. ja, genau. Auf jeden Fall habe ich mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, wie könnte ich das hier hinstellen, wie könnte ich das aufnehmen. Ich wollte aber auch diesen Vibe aufbringen, so mit, man legt auf, die Kamera ist auf dich gerichtet, aber die Leute sollen auch natürlich mit drauf sein, so nicht irgendwie nur nach vorne, sondern auch, ja, also sollen die Party-People sollen mit drauf, aber den Platz geben, auch nicht auf die Kamera, weil heutzutage ist es ja auch nicht jeder will immer irgendwie im Rampenlicht oder... Ist ja andersrum, ne? Also du siehst die Crowd und dann ist der DJ, aber genau. Ich kennst diese, wie heißt die, Boiler Room? Boiler Room Style. Da ist aber genau um den DJ herum. Genau. Und das hat einen anderen Vibe, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, finde ich auch. Und ja, so, da habe ich mir so ein bisschen die Ideen geschnappt. Dann, ich bin ja auch immer auf YouTube irgendwie unterwegs, wenn ich zu Hause chille, ziehe ich mir irgendwelche Sets rein von irgendwelchen DJs. Und dann sind auch immer mehr wieder diese Hauspartys irgendwie so auch Videos da bei YouTube rausgekommen, wo ich mir dachte, auch irgendwie so ein geiler Vibe, sowas, genau sowas stelle ich mir irgendwie auch vor hier. Und da habe ich das so ein bisschen mal durchgeplant mit meinen Jungs hier. Dann haben wir gesagt, komm, wir drehen das hier mal so, machen mal die Kamera da. Haben wir einfach natürlich jetzt auch ein bisschen provisorisch so, ne? Wir sind jetzt hier keine Profis mit Kameratechnik und hast nicht gesehen. Ein bisschen Licht da reingestellt, zack, 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 das aufgestellt, mal aufgelegt und guckt, da macht ein gutes Bild hier mit diesem Hintergrund und allem drum und dran. Ja, und gesagt, ey, kommt, am 1. Dezember machen wir hier eine kleine Haus-Session, Apartment-Session. Kommt vorbei, bringt gute Laune mit und Vollgas. Und dann hat sich das alles eher so ergeben und ja, jetzt wird das ganze Video mal geschnitten. Es gibt definitiv noch weitere Apartment-Sessions und ja, wir schauen mal, wo der Weg hingeht. Die Planung ist da, wir lassen unsere Kreativität auf jeden Fall freien Lauf und ich spüre da einfach diese Energie, dass das weiter gebracht werden muss, so, ja, jetzt einfach, also, ne, wenn es rauskommt, macht euch euer eigenes Bild, es ist wirklich, also ich bin sehr zufrieden und sehr stolz drauf, so, was wir da auf Band haben, war auch ein unglaublich geiler Abend hier, muss ich sagen, es hat, also, die Energie hat hier, die Bude hat gekocht, dann kam noch auch, was ich auch immer so sage, so, dann kommen so Zufälle aufeinander, die so, ein Kumpel hat einen Freund, der ist zufällig professioneller Drohnenspezialist hier. Nochmal herzlichen Dank hier an Digicopter, der zufällig hier aufgetaucht ist am Abend und hat hier Drohnenaufnahmen gemacht, ist rausgeflogen vom Fenster und hier also Bombe, sind richtig geile Aufnahmen geworden, die werden auch noch mit reingeschnitten. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, da kommt das eine zum anderen, dass das alle, da kommen irgendwelche Einflüsse, dass das was Schönes wird, so. Und ohne, dass man irgendwie sogar, wir haben jetzt hier keinen engagiert, um hier Drohnenaufnahmen zu machen oder so. Es kam einfach zufällig, so, und es hat übelst gut gepasst, so. Und das gibt mir auch immer noch so, das sind so Zeichen für mich, so irgendwie, da soll was entstehen, meiner Meinung nach, weißt du, und so, das... Inwiefern glaubst du an positive Anziehung? Ganz, 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 also, was das angeht, bin ich sehr, sehr, abergläubisch würde ich jetzt, ist das falsche Wort, aber ich, positive Anziehung und negative Abstoßung, an sowas denke ich, also, was heißt denke ich? Ich fühle das einfach.
Das ist so, ich habe da eine sehr, sehr große Bindung zu. Also, ich kann nicht ganz genau deuten, woher es kommt, aber meine Oma war zum Beispiel auch so eine, im Senegal, sie war so eine Dorfälteste, viele sind zu ihr gekommen, um ihr Fragen zu stellen über das Leben, über gewisse Vorkommnisse und sowas. Und sie war eine sehr spirituelle Frau, so. Und ich, also ich habe auch eine heftige Verbindung zu meiner Oma, obwohl ich sie im Leben nur einmal getroffen habe. Und ich weiß auch nicht ganz, woher das kommt, aber es, da ist irgendwas. Das ist unerklärliche Energie, was wir auch, als wir uns heute kennengelernt haben. Richtig, genau so. Wir haben uns ja erst gestern, wir haben ja gestern tatsächlich das erste Mal, haben wir über das Projekt gesprochen. Am Telefon, über FaceTime. Über FaceTime, natürlich hier auch ein Gruß an Coach Humi, der uns irgendwo zusammengebracht hat. Wirklich vielen Dank, Humi. Mhm. Und wie gesagt, er sagte zu mir auch, weil wir haben ja ein Projekt jetzt noch mit den Muay Thai Gyms, wo du ja auch trainierst. Genau. Und dann waren wir mit beiden Gyms und dann sagte, mit denen sind wir gerade am Plan. Und er sagte so mitten in der Planung, sagte Homi, ey, ich habe da jemanden, Modi heißt er, und den fühlst du, der fühlt euch. Und ich war erstmal so, wir wussten gar nichts über dich. Ne? Das hätte ja auch sein können, dass es gar nicht gepasst hätte. Mhm. Hast du gesehen, gestern das erste Mal geschnackt und dann kamen wir hier rein und ich habe dir gesagt, du hast das Gefühl, du besuchst irgendwelche Verwandten, Freunde. Mhm. So, ne? Das ist, war schon was ganz anderes. Es ist nicht, dass wir reingekommen sind, wir machen ein Ding. So, nein, wir machen unser Ding jetzt. Ja, unser Ding heißt, du bist ein Teil von uns, wir sind Teil von dir. Und das kann man nicht erklären. Nee, das, genau so sieht's aus. Das ist eine große Sache. Und jetzt habe ich eine Frage zu deinem DJ-Ding. Wo siehst du dich? Also willst du irgendwann sagen, ich will ein großer DJ werden? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe immer schon das Gefühl gehabt, ich muss was mit Musik machen. Es liegt vielleicht auch wieder in der Vergangenheit, mein Papa Musiker und wie mein ganzes Leben hat sich mit Musik durchgezogen. Und mittlerweile habe ich auch dieses Gefühl so, ich habe jetzt so viel Musikerfahrung in meinem Leben gesammelt, und irgendwie fühle ich mich auch verpflichtet, sozusagen. Oder was heißt verpflichtet, ist jetzt blöd gesagt. Aber ehrlich gesagt, sollte jeder diese Musik, die ich angesammelt habe, mal zu hören bekommen und so ein bisschen dieses Gefühl davon kriegen. Und wenn ich das so richtig in einer Geschichte so verpacken, schaffe zu verpacken, was, wo ich gerade dabei bin, mir sehr viel Mühe damit zu geben, wirklich meine ganze Musik mal richtig zu sortieren und daraus schöne Sets zu basteln, sei es auf Partys, sei es jetzt hier auf Apartment Session oder sowas. Also, das wäre schon mein Traum, ehrlich gesagt. Und daran bin ich jetzt am Arbeiten und ich habe das Gefühl, dass das geht in die richtige Richtung. Ich finde, du bist halt auch ein super Vorbild. Ich habe es, um noch mal kurze Anekdote aus meinem Leben, du warst heute auch, als ich reinkam, wieder für mich direkt ein Vorbild, weil du mit 37 jetzt angefangen hast, DJ zu werden. Ich habe jetzt, also kurze Anekdote, als ich schon ein bisschen jünger war damals, noch als das Internetzeitalter am Kommen war, habe ich mir mal so ein DJ-Programm runtergeladen, was ich dir gestern im Vorgespräch ja schon gesagt hatte und habe da versucht, ein bisschen was zusammenzumixen, ein paar Lieder von East Coast, West Coast gemischt. Ich dachte, man kann doch irgendwie Frieden bringen. Habe so die Sachen gemischt, habe meinen Vater gerufen und habe gesagt, hey Papa, guck dir das mal an. Ich habe das gemischt, der stand da so streng, guckt so, nickte mit seinem Kopf, so, ja, schöne Musik, ist zwar nicht meine, aber so, was willst du jetzt? Ich habe ihm gesagt, ja, kannst du mir, ich will gerne DJ werden, das ist mein Traum. Und könntest du mir die Pro-Version davon kaufen? Damals brauchst du Kreditkarte und du musstest auf chip.de oder wie die Seiten da hießen. Und das, also das war ein richtiger Aufwand. Nicht wie jetzt, mal kurz über PayPal. Er sagt zu mir so, guck dir mich an, so nach dem Motto, ich verpasse dir gleich eine Kopfnase. Ich meinte so, ja, das wäre, ja, so Junge, geh zur Schule auf mit dieser Scheiße da, was für Musik, so dumm. Also geh und, guck mal, jetzt ein paar Jahre, also viele Jahre später, jetzt im Nachhinein, jetzt mit fast auf die 34, wo ich jetzt zugehe, ich habe jetzt, ja, ich habe studiert, ich habe das gemacht, was Papa wollte, aber ich bin trotzdem heute reingegangen, habe mir dein Mischpult angeguckt, wie so ein 10-jähriger Junge, der das erste Mal so eine Action-Man-Figur im, oder irgendwelche coolen Inliner, die er damals, ja, meine Augen leuchteten, das hast du so nicht mitbekommen, als wir reinkamen, aber ich guckte mir das an und dachte mir so, ey, das ist so krass und diese Bewunderung dafür, obwohl ich was gemacht habe, was ich, weiß ich nicht, ob ich es wirklich wollte, aber ich habe es halt gemacht und die Message hier einfach für die Zuschauer, es ist eigentlich nicht zu spät, oder? Also ich könnte jetzt auch DJ werden, wenn ich wollte. Ich dachte immer, für mich wäre der Zug abgefahren, so als... Du, ich sage dir ganz ehrlich, es ist nie zu spät für gar nichts, meiner Meinung nach. Also du kannst auch immer noch mit 60 DJ werden, mit 70 meiner Meinung nach. Ne? Geile Message. Ja, also ganz ehrlich, wenn dein Herz dafür brennt, ne, und du...
du fühlst, dass das das Richtige für dich ist. Und ich muss sagen, ey, ob ich da jetzt berühmt mit werde oder die Hallen fülle oder hin und her. Aber ich weiß ganz genau, die Nummer werde ich jetzt durchziehen. Ich werde immer Musik spielen, weil jetzt habe ich die Technik drauf, was ich mir nie zugetraut habe, komischerweise. Und das ging auf einmal so. Genau, ich meine, davor habe ich immer Angst gehabt. So, wie soll ich die Sachen besorgen? Ja. Was sind das für Knöpfe? Die Knöpfe haben mir zählt. Ich dachte mir, niemals steige ich bei den Knöpfen durch, bis ich dann gecheckt habe. Du hast Kanäle und diese Kanäle, wenn du auf den Kanälen spielst, das sind ein Bruchteil von dem, was da alles ist. Mhm. Natürlich kommt es dann weiter. Dann fuchst du dich ein bisschen rein, dann lernst du die Effektseite kennen. Dann hier mit den Filtern, dann dies und dann das. Und ne, man wächst da in die Nummer rein. Und ich mach das jetzt, ich habe jetzt, wie gesagt, ein Jahr bin ich an der Nummer dran. Und ich finde den Fortschritt wirklich sehr gut. Und ich habe auch schon wirklich gutes Feedback bekommen von Leuten, von denen ich wirklich viel halte, die wirklich Ahnung von Musik haben. Und ich fühle das ja auch. Ich meine, ich stand die ganze Zeit vor auf der anderen Seite. Mhm. Ich habe gemerkt, du merkst auch einfach den Unterschied, wenn man ein bisschen Musikgefühl hat und sowas, den Unterschied zwischen einem DJ, der sich wirklich Gedanken macht über die Musik, die er spielt, der spielt nach Gefühl, der guckt sich das Publikum an, weiß, wie es drauf ist, was jetzt gerade passen würde. Oder du merkst, wenn jemand ein Set vorbereitet hat und einfach das abspielt. So, das merke ich. Ich merke das auf jeden Fall, ob da einfach was abgespielt wird, ohne Herz und ohne Seele. Oder da wirklich jemand ist, der sich Gedanken macht und guckt, was könnte jetzt passen, wie kann ich den Abend aufbauen, wie kann ich gut reinkommen, wie kann ich den guten Abgang machen. Und sowas ist für mich wichtig und das Gefühl habe ich und das, glaube ich, kann ich auch weiterbringen. Also die Message ist auch hier, immer mal über seinen Schatten zu springen, aus seiner Komfortzone herauszugehen, neue Sachen zu lernen, es ist nie zu spät und sich immer einfach weiterbilden. Weiterentwickeln, weiterbilden, neugierig sein, Leuten über die Schulter gucken, einfach genau und machen. Ja, Mudi, eine Sache, die ich noch oder die wir noch gerne wissen möchten, was hat es mit dir gemacht, grundsätzlich Vater zu werden, aber dann nochmal Vater einer Tochter zu werden, gerade in der Situation, dass man als Vater einer Tochter vielleicht nochmal in eine sehr spezielle Rolle reinwachsen muss, auch egal, also auch für Sohn muss man Vorbild sein, ist klar, aber da ist man vielleicht in einer anderen Rolle, als jetzt bei einem Mädchen ist. Was hat es mit dir gemacht so? Ich sag dir ganz ehrlich, das ist ein Segen, ein Glück, ein Wunder dieser Welt. Allgemein Kinder sind Wunder dieser Welt, aber ich kenne jetzt den Vergleich nicht. Ich bin mega glücklich, dass ich einen so wunderbaren Mensch an meiner Seite habe, jetzt seit 7 Jahren schon. Und ich sag dir ganz ehrlich, seit Tag 1 hat das mein Leben komplett verändert. Wie gesagt, früher, als ich noch ein bisschen wilder unterwegs war, dann hin und her, und ich hatte einfach gar keinen, ich hatte keine Verantwortung großartig so, ne? Ich war für mich selber verantwortlich, ich hatte natürlich immer mal ein bisschen schlechtes Gewissen mit Mama und hin und her sowas so. Aber diese Nummer hat nochmal was ganz anderes bei mir entfacht, als sie auf einmal dann auf der Welt war, als sie den ersten Tag, als ich meine Tochter gesehen habe, habe ich gemerkt, ich muss jetzt da sein und immer da sein, egal zu welcher Uhrzeit, egal zu welcher Tageszeit. Ich muss funktionieren. Ich werde jetzt funktionieren. Es gibt nicht mehr, ich kann mich mal abschießen irgendwie und nächtelang wegbleiben, mein Telefon aushaben. Es hat mein komplettes Leben verändert, muss ich dazu sagen. Im Positiven, definitiv. Ich habe eine Liebe in mir entdeckt. Die ich so vorher noch nie hatte. Ich meine, natürlich, man hat Freundinnen und so, auch die Mama, das war auch ist auch eine wunderschöne Zeit gewesen und das war auch wirklich Liebe. Aber diese Liebe zu einem Kind und jetzt speziell zu einer Tochter, meiner Meinung nach, als Papa, das hätte mir keiner vorher sagen können, der Papa geworden ist, wie das Gefühl ist. Der hätte es mir erklären können, aber dieses Gefühl selber zu erleben, sage ich dir, ist unbeschreiblich. Und auch deine Gedankengänge, deine Betrachtung auf, auch gerade jetzt als, dass man ein Mädchen hat. Ich sag mal so, ich bin auch in so Kreisen aufgewachsen, wir waren hier und da unterwegs. Frauen nicht immer dementsprechend wertgeschätzt, wie sie vielleicht wertgeschätzt werden sollten, meiner Meinung nach. Sehr schöner Punkt. Ja, weil man ist jung, man probiert sich hier aus, man probiert sich da aus, man hat Bekanntschaften.
auch durch Geschichten, geht ein bisschen hier Respekt verloren und was weiß ich so, so weißt du? So, und das sollte sich auf jeden Fall nicht so durchs Leben ziehen, dass man irgendwie ein schlechtes Bild auf Frauen kriegt, aber es kann meiner Meinung nach auch schnell passieren. Und auch ein bisschen, ja, auch in so einer Szene ein bisschen, wo als Mann, man ist der Mann und Frauen sind ein bisschen Dings, so weiß ich, ne, wie ich es ausdrücken soll. Man steht über der Frau irgendwie. Das war einmal in der Jugend so irgendwie so gang und gäbe. So. Falsches gesellschaftliches Bild. Ein bisschen falsches gesellschaftliches Bild. So, ne? Das war nicht so, man war nicht auf einer Höhe. Mann ist Mann. Ne? Also wenn der Mann auf den Tisch schaut, dann ist die Frau ruhig. War also wirklich, ja, so traurig ist. Es gab ja Zeiten, wo man wirklich so auch erzogen wurde in Masse leider. Genau, so sieht's aus. Und durch auch, also natürlich schon vorher hat sich das dann natürlich auch ein bisschen alles geändert, aber gerade durch die Geburt einer Tochter siehst du die Welt auf einmal mit ganz klarem Auge. Wer ist hier mehr wert als jemand anders? Wie? Und warum behandelst du jemanden, weil er ein anderes Geschlecht hat? Vielleicht ist nicht so stark oder hin und her, aber trotzdem kann man sich doch auf einer Augenhöhe oder auf einer gleichen Ebene irgendwie bewegen. Und wie willst du, dass deine Tochter von anderen Männern behandelt wird? Verstehst du? Das ist natürlich auch ein ganz bestimmter Aspekt in der Nummer, weil... Das, was du dir wünschst, musst du ja auch geben. Das, was du dir wünschst, musst du auch geben. Warum sollte jemand anders deine Tochter so behandeln, wenn du Frauen respektlos behandelst? Verstehst du? So, das ist also... Und ja, wie gesagt, das hat bei mir und in meiner Weltansicht, in meinem Weltbild ganz viel getan und sehr zum Positiven verändert und ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Du hast ja auch einen sehr, sehr schönen Punkt genannt. Ich habe ja auch vor ein paar Tagen meinte ich zu ihm, so das erste Mal in deinem Leben, du hast ja, wir Menschen haben ja den Instinkt des Überlebens. Das heißt, wir sind in jeder Sekunde darauf aus, zu überleben. Genau. Das heißt, wenn du irgendwas machst, irgendwas, so doof sich das anhört, egal wie sehr du deine Familie liebst, deine Freunde liebst, aber du willst immer überleben. Aber plötzlich, ab dem Tag X, wo ein Kind in dein Leben kommt, lebst du etwas mehr als dein eigenes Leben. Verstehst du? So sieht's aus. Und das, und dann, was halt noch darüber hinaus, du hast ja gesagt, diese Jugendzeit, diese bisschen macho, harte Jungs, auch was aus der Rap-Kultur, Musikkultur, auch aus diesem ganzen Migrationshintergrund, dass man sehr multikulturell ist, immer dieses Harte. Und ich habe ja auch irgendwann dann mit den Jahren so einen richtig harten Typen mit so einem Bart, voll tätowiert und seine Tochter lackiert ihm die Nägel. Und er sagt so, jetzt ist das halt so. Ne? Und plötzlich ist er total soft. Und das ist unglaublich, dass sein Kind sowas schafft und das zeigt ja eigentlich, wie gut, was für reine Werte wir eigentlich alle haben, wenn wir auf die Welt kommen. Wir werden halt nur immer in eine andere Richtung auch leider geformt und lassen uns auch formen. Ja, so sieht es nämlich aus. Kommen wir so langsam zum Schlussteil. Also vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Wir haben super viel heute gelernt, auch gerade anhand deines Beispiels. Man sollte, auch wenn man vielleicht in der schiefen Bahn ist, sich nicht davon zu sehr verleiten lassen, auch rechtzeitig die Reißleine ziehen. Als Jugendlicher ist das wahrscheinlich immer schwierig, aber gerade hier der Appell an die Eltern, das frühzeitig zu erkennen und auch gewisse Schritte einzuleiten, wie es eben bei dir der Fall war, dass du aus deinem Umfeld raus musst und einfach mal wieder auf dein Leben klarkommen musst, wo du auch gute Werte gelernt hast, ja, Gleichberechtigung, Teamarbeit, strukturiertes Arbeiten, Disziplin, sind ja alles Sachen, die dich jetzt auch auf den Weg gebracht haben. Auch die Musik hatte ich immer mit begleitet, wo du jetzt den Mut gefasst hast, hey, ich erprobe mich da mal, ich gehe so aus meiner Komfortzone raus, ich lerne das jetzt. Es ist nie zu spät, das zu machen, worauf ich Lust habe. Und auf jeden Fall wünschen wir dir auch viel Erfolg weiterhin in der DJ-Karriere. Ja, vielleicht hast du auch noch mal an unsere Zuschauer hier einen Abschlusssatz oder auch ein Lebensmotto, welches du uns mitgeben möchtest. Ja, ich danke euch auch auf jeden Fall auch erstmal, dass ihr bei mir vorbeigekommen seid. Danke für deine... Ihr seid auch immer wieder herzlich willkommen, definitiv. Mega coole Jungs, euer Projekt, super schön. Also ich hoffe, das geht auch immer weiter und vielleicht kommen wir auch mal wieder irgendwie zusammen, wie das Leben so spielt. Das, ne? Also ich bin auf jeden Fall sehr dahinter. Und ja, wie man jetzt in meinem Leben so ein bisschen diesen Einblick bekommen hat, es ging halt nie immer gerade, es ging immer bergauf, bergab. Es gab immer viele Abfahrten, mal hast du die genommen, mal hast du den richtigen genommen. Ich sag mal so, man macht im Leben so viele Erfahrungen und
ich würde noch nicht mal sagen, die Erfahrungen sind das, was uns prägt, sondern was wir aus unserer Erfahrung lernen und mitnehmen. Weil auf die Fresse fallen, Probleme haben, dies, das, das tut jeder. Und das musst du auch tun, meiner Meinung nach, um wieder aufzustehen. Und das ist halt das Wichtige. Du musst aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Immer in Bewegung bleiben, niemals irgendwie die Dings aufgeben, die Hoffnung aufgeben, am Ball bleiben, weitermachen. Gucken, auf deinen Körper hören, ganz wichtig auch, hör auf deinen Körper. Dein Körper gibt dir immer Anzeichen, machst du gerade was richtig. In schwierigen Situationen ist es bei mir so, wo ich mich nicht ganz wohl fühle. Mein Magen spielt ein bisschen verrückt oder so. Es gibt immer Anzeichen und immer wichtig, auf diese Anzeichen zu hören und dann kann man eigentlich so gut wie gar nichts falsch machen und gut durchs Leben gehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch Moody für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass war ein da sehr cooles Interview. Geil. Vielen Dank. Schaut auch gerne beim nächsten Mal wieder bei uns rein und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.